10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Einen wunderschönen Samstagabend, meine Lieben. Ja, was sehen wir auf dem Markt? Der Markt hat sich aber erst vor kurzem ein bisschen gedreht. Den ganzen Tag eher so, ja, langweilig Richtung Süden. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, er hat sich vor kurzem jetzt wieder gedreht und ja, schauen wir mal, ne? Also gefällt mir recht gut. Muss ja auch nicht immer runtergehen, ne? Nach Richtung Süden in den Keller. Aber naja, gut, XRP immer noch bei 50 Cent mit 0,72%. Bitcoin unter 62.000, das macht mir schon langsam Sorgen. Das war so für mich persönlich meine kleine magische Grenze, die er nicht unterschreiten darf, aber ich bin immer noch ganz entspannt, weil was soll denn passieren? Oh, IMX 6%, das ist nicht schlecht. Habe ich zwar nicht, aber warum nicht? Ne? Ich freue mich ja wirklich für jeden. Es geht ja, das ist ja immer das Schöne. Ne? Alle sagen ja, ich bin XRP-Maxi und ja, du bringst so viel über XRP und du bist so euphorisch und ich freue mich über jeden einfach, der Kohle macht. Ne? Mir ist es egal. Mir ist es egal, ob Ethereum jetzt auf 10.000 geht und die Leute machen dicke Kohle. Da freut mich natürlich. Ne? Mich freut das über alles. Für mich gibt es keine von wegen, oh ja, das sind meine Feinde, meine Blockchain ist die beste. Um Gottes Willen, nein. Jeder, der in der Kryptowelt ist, soll auch richtig schön dicke Kohle machen. Und egal, mit was er macht. Und wenn es ein Mimi-Coin ist, ja, dann ist es eben so. Ne? Hauptsache, die Kohle stimmt und wir können uns alle mit demjenigen dann auch freuen. So wie sich ja wahrscheinlich alle XRP-Leute natürlich auch über uns freuen, auch nicht die Maxis, wenn XRP abgeht. Die Bitcoin-Maxis, die werden sich sicherlich nicht für uns freuen, weil wir dann natürlich zeigen, wir hatten recht die ganzen Jahre. Aber hey, ganz ehrlich, wir bleiben tiefenentspannt, wir bleiben geduldig, auch wenn es nervt. Aber ich habe ja gestern schon gemerkt, ich soll ja nicht mehr geduldig sagen, da sehe ich wieder, Leute, ich bin schon in eurem Kopf drinne und ihr seid alle entspannt und geduldig. Und das ist genau das mein Ziel, das wir erreichen müssen, damit wir keine Fehler machen und verkaufen, weil wir im Minus sind. Ne? Und wie gesagt, der Bullenmarkt, der wird noch kommen. Das hier ist nämlich kein Bullenmarkt. Das seht ihr ja jetzt schon die letzten 3-4 Wochen. Sowas gibt es im Bullenmarkt nicht so lange. Diesen Abgang. Aber bleibt geduldig. Ne? Auch wenn ich nerve. So, ich habe ein paar Dinge natürlich gefunden. Ich hatte eigentlich erst gedacht von wegen, ach scheiße, ich brauche den Stream gar nicht machen heute, weil News kommen nicht viel. Dann hätten wir einfach nur so ein bisschen geschnackelt. Ne? Aber ich muss euch leider enttäuschen, ich habe wieder ein bisschen was gefunden. Mehr so über Twitter, aber auch so richtige News natürlich. Ne? Und fangen wir mal an. In vielen Ländern ist XRP dies bereits als Währung oder Utility-Token anerkannt. Darunter Großbritannien, Schweiz, ne, ihr Schweizer seid ja sowieso Vorreiter in Europa, Singapur, Japan und die USA. Dazu können wir noch dazu nehmen, natürlich Hongkong, Thailand, Philippinen, Australien hat auch kein Problem mit XRP. Indien hat zwar kein Problem, aber es ist noch nicht so reguliert, dass man sagen kann, okay, da könnte man es einsetzen. China ist so das kleine Problem, da kriegt man irgendwie noch nicht sowas raus, aber die Chinesen gucken ganz genau auf Hongkong und in Hongkong ist XRP auch schon reguliert. Dazu kommt natürlich Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, Kuwait. Warum ist Kuwait so wichtig? Kuwait, da läuft das Geld vom Öl. Ne? All die Banken in Kuwait sind mega, weil da laufen die ganzen Geschäfte, was das Ölgeschäft betrifft. Und da muss man ganz klipp und klar sagen, da steckt ein bisschen Kohle dahinter für uns. Da, ne? Und Kuwait natürlich, XRP, Ripple-Technologie, XQN verwenden sie auch schon. Und mega, Leute, sage ich nur. Dazu natürlich gut England. Die Europäische Union kommt. Ich kann euch leider nicht sagen, ob sie jetzt schon im Juni kommt. Das wäre natürlich traumhaft, weil die MiCA-Vorschriften natürlich auch, nur teilweise aktiviert werden und im Oktober voll. Also es könnte sein, dass es vielleicht bis Oktober dauern würde. Aber dazu kommt auch noch Kolumbien, Brasilien, Argentinien, auch schon reguliert. Und von daher, und natürlich, wir wissen es ja, steht ja auch da die USA. Ne? USA ist ja XRP, was Verkäufe auf Börsen betrifft, ja kein Wertpapier mehr. Und wie soll ich das sagen? Es wird gigantisch. Ne? Aber ich zeige euch auch, wieso das, warum ich das immer meine. Aber wir haben noch ein Jobangebot. Also hier, dringende Einstellung. Wir suchen jemanden, der bei der
Geschäftsentwicklung hilft, um die Einführung von XRP-Ledger für japanische Unternehmen voranzutreiben, auch in Teilzeit. Also Ripple hat wirklich Probleme, Personal zu finden in diesem Bereich, weil warum auch in Teilzeit, ne? Also eine Chance an der Web3-Geschäftsentwicklung, an einem dynamischen und schnelllebigen Arbeitsplatz beteiligt zu sein. Personen, die wir suchen, starkes Interesse und Leidenschaft für Web3 und Krypto. Erfahrung in der Geschäftsentwicklung, in Tokio ansässig sein, Leichtbeinarbeit haben, flexible Arbeitszeiten haben und häufig an Web3-Veranstaltungen teilnehmen können. Eine Person, die voller Neugier ist und gerne mit Menschen interagiert. Also, wenn man Interesse hat, dann kann man natürlich die Präsidentin von Ripple anschreiben. Sie wird richtig, richtig erfreut sein und ist schon geil, ne? In Teilzeit sogar schon. Da denke ich mir, oh, ihr habt ja echt solche Personalnöte, aber okay. Dann haben wir hier natürlich noch Jack the Rippler, ne? Er hat was rausgebracht, wo ich sage, geil, ne? Ausnahmsweise mal wirklich geil. Das Boom denken wir uns jetzt mal weg. Ein Interview mit Brad Garlinghouse. Ripple ist Partnerschaft mit mehreren Zentralbanken auf der ganzen Welt eingegangen. Einige davon haben wir bereits angekündigt, andere noch nicht. Hören wir uns mal an. Ich habe es mir schon angehört, es ist einfach nur geil. This is Ripple's really trying to solve that cross-border payments problem. You know, central bank digital currencies are, you know, domestic by nature. They're issued by a central bank or potentially issued by a central bank. So they're not really solving cross-border problems, they're solving domestic solutions more often than not. So look, I think that what we're seeing happen with stablecoins, we're seeing happening with central bank issued digital assets, I think is exciting. I'm not exactly clear how it's all going to play out. You're seeing countries experiment and test. Ripple has partnered with several central banks around the world. Some we've announced, some we haven't yet announced, that they're issuing and testing using the XRP ledger to issue their digital assets on the XRP ledger as a token. So we're excited to be working with them. And look, at our core, Ripple's really good at working with enterprise customers. A government is just a big enterprise customer. You know, we know how to sell to. That's an interesting notion. In some ways, it's just a really big enterprise customer. And mm-hmm. We're pretty good at that now because we've had a lot of experience with it and worked with some of the largest banks in the world, as well as a lot of the smaller payment companies that have grown very quickly using our technology. It's helped them grow more quickly. Mm-hmm. Also, ihr seht, die Hoffnung, dass wir wirklich recht haben, ist sehr stark natürlich. Ne? Also, mit Zentralbanken, ganz ehrlich, welches Unternehmen, was eine Krypto-Blockchain betreibt und ein Finanzdienstleister ist, ist in der realen Welt wirklich mit vielen, vielen Zentralbanken verpartnert? Wer? Wer arbeitet mit so vielen Zentralbanken? Wer? Es gibt keine Konkurrenz, Leute. Es gibt einfach keine Konkurrenz. So, Ripple CEO nennt großen Siegesunternehmen im Kampf gegen die SEC. Es geht natürlich darum, weil sie den Rechtsstreit gewonnen haben, den ersten Teil mit der XRP und natürlich auch etwas Dunkles bei dem Prozess ist. Garlinghouse teilte mit, dass es für das Unternehmen dunkle Zeiten begann, als Ripple verklagt wurde. Mit dem Sieg im letzten Jahr, als die Bundesrichterin Annalisa Torres entschied, dass XRP-Verkäufe auf Sekundärmärkten nicht als Wertpapierverkäufe gelten, sagte der CEO von Ripple, dass sie alle Dinge gewonnen haben, die uns wichtig waren und nicht nur für Ripple, sondern für die Branche. Das war ein großes Hoch. Man muss auch bedenken, als Ripple das gewonnen hatte, hatten sich die Blockchain-Unternehmen, muss man klipp und klar sagen, Mut gefasst, gegen die SEC vorzugehen, wenn sie natürlich angekackt worden sind von denen. Ganz klipp und klar, das kann man Ripple wirklich zugute halten, dass sie wirklich durchgehalten haben, natürlich ein Eigeninteresse, aber die anderen Unternehmen jetzt gesehen haben, ey geil, Moment, das ist ja alles nicht, was die uns immer erzählen. Moment, wir gehen vor Gericht, die Richter sehen das teilweise ja jetzt schon anders. Und die Erfolge stimmen, die SEC verliert teilweise Prozesse ein nach den anderen mittlerweile. So, und unsere US-Regierung ist hinter Tether her, sagt Garlinghouse. Ich meine, das ist ja nichts Neues, ne? Da munkelt man ja schon ewig hinterher, aber ich denke es auch. Garlinghouse verriet auch, dass er es liebt, die besten Talente für Ripple zu gewinnen. A-Plus-Talente, sagte er.
wollen eine Delle im Universum hinterlassen, dass Geld nicht ausreicht, um sie zu motivieren. Daher besteht sein Geheimnis darin, gescheiterte Unternehmen für diese hochrangigen Positionen einzustellen. Also Leute, die aus gescheiterten Unternehmen kommen, die natürlich zu nehmen, weil nur weil ein Unternehmen gescheitert ist, heißt es ja nicht, dass das Personal komplett Kacke war, ne? Während dieses Gesprächs äußerte Garlinghouse auch die Ansicht, dass die during this conversation Garlinghouse also express a view that they, er glaubt fest daran und fügt hinzu, dass er Tether und seinen USDT Stablecoin als einen sehr wichtigen Teil des Ökosystems ansieht. Aber man muss auch sagen, natürlich die USA ist auch scharf darauf, Tether hops zu nehmen, ne? Was natürlich für die komplette Kryptowelt eine Riesenkatastrophe wäre, jetzt zur Zeit. Wenn natürlich jetzt allgemein die Blockchains natürlich in der realen Welt ankommen, wenn natürlich auch Regulierung und Gesetze da sind, und ich habe es ja vorhin ein bisschen aufgezählt, bei vielen Nationen ist es ja schon soweit, aber wenn dann wirklich weltweit alles gut reguliert ist, vielleicht das eine oder andere Land noch nicht, das spielt noch keine Rolle, aber wenn die Masse fertig ist, wird natürlich ganz klipp und klar die Blockchain-Welt in die Massenadoption kommen. Das heißt, sie werden übernommen von Unternehmen, werden im Finanzbereich übernommen. Und dann werden natürlich diese Coins, wo die Blockchain übernommen wird, auch ihren richtigen Kurs kriegen. Das jetzt ist alles nur Spekulationsgeschäft, Pump and Dump. Das interessiert uns doch gar nicht bei den ganzen Coins, die wir haben im Bereich Verwendung. Alles andere wird noch kommen. Da werden sie ihren Preis dann richtig suchen und kriegen. Ne? Dann zählt nur noch Angebot und Nachfrage. Aber nichtdestotrotz, das Geilste habe ich natürlich zum Schluss wie immer aufgehoben. Hongkong stellt neue Gruppe vor, um den Tokenisierungsmarkt zu erweitern. Die Hongkong Monetary Authority hat ein Projekt Ensemble Architecture Community Peak ins Leben gerufen, um mit verschiedenen Interessengruppen der Branche zusammenzuarbeiten, um den Tokenisierungsmarkt Hongkongs voranzutreiben. Diese Initiative zielt darauf ab, einen Rahmen für Industriestandard zu schaffen, der darauf abzielt, die Interoperabilität zwischen verschiedenen digitalen Vermögenswerten zu verbessern, einschließlich digitaler Zentralbankwährungen, tokenisiertem Geld und tokenisierten Vermögenswerten. Das Schöne ist dabei, muss man ganz ehrlich sagen, zu den wichtigen Mitgliedern gehören die HKMA, die Securities and Future Commission, das BIS Innovation Hub, Hong Kong Center, die CBDC Experte Group und prominente Unternehmen des privaten Sektors wie die Bank of China, Hong Kong, hat was mit Ripple zu tun, tut mir leid, die Hang Seng Bank, Ripple, HSBC, Ripple, Standard Chartered, Hong Kong, Ripple, die HashK Group, haben wir ja letztens erfahren, vor ein paar Tagen, dass sie natürlich, oder letzte Woche, dass sie natürlich mit Ripple eine Partnerschaft gemacht hat. Anti-Digital Technologies und Microsoft Hong Kong. Die beiden sind zum Beispiel nicht, na gut, Microsoft kann man sagen, die sind auch schon langjähriger Partner bei Ripple, aber Anti-Digital Technologies weiß ich jetzt leider nicht. Aber da seht ihr immer, das ist immer das, was ich auch die ganze Zeit sage. Oh, ich muss mal eben was trinken. Das ist ja das, was ich immer die ganze Zeit sage. Es wird eben alles direkt oder indirekt über den XRP-Ledger laufen. Damit meine ich natürlich, die meisten Sachen werden gar nicht direkt über den XRP-Ledger laufen. Das heißt, Ripple wird nicht diese ganzen Unternehmen unter ihre Partnerschaften kriegen. Aber die Partner, die Ripple hat, die die Technologie von Ripple ja verwendet und auch schon bereitsteht, die werden eben halt das alles machen. Man muss sich das so vorstellen. Swift zum Beispiel hat nur 30% vom globalen Finanzmarkt die Korridore, nur 30%. Die anderen 70% machen die ganzen Provider und Partnerschaften, die sie haben. Und da muss ich leider sagen, die ganzen Provider, die jetzt, ich sag mal, 40%, 50% oder 60% ausmachen, die ganzen Korridore haben für Geldtransfer, die hat Ripple auch. Komischerweise, ne? Dass diese Partner auch Swift hat. Normalerweise müsste man sagen, an Swift-Stelle, nee, pass auf, wenn du mit unserem Konkurrenten, weil Ripple ist ja Konkurrent, wie wir ja wissen, wenn du mit unserem Konkurrenten zusammenarbeitest, ist bei uns alles vorbei jetzt. Aber deswegen sage ich immer, direkt und indirekt kommt man über den XRP-Ledger nicht mehr vorbei. Und von daher, es wird genial. Es wird richtig genial. Ob der Kurs natürlich dadurch
bewegt wird, wenn er verwendet wird, bei grenzüberschreitenden Zahlungen, bei Tokenisierung, bei mit hohen Vermögenswerten. Einige glauben ja mittlerweile nicht. Sollen sie auch glauben. Wenn sie sagen, nee, das funktioniert nicht, ist okay. Ich bin der Meinung, Angebot und Nachfrage. Wird das System viel verwendet, wird natürlich auch viel XRP verwendet. Das heißt, der Kurs wird alleine nur deswegen steigen. Es ist wie in der freien Marktwirtschaft. Wird ein Produkt viel verwendet und es gibt nur eine gewisse Anzahl, steigt natürlich der Kurs dementsprechend. Aber ich bin nur ein Idiot und daher viel Spaß. So, meine Lieben, das war's auch schon. Mann, ich hab's halt schlimm wieder. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Samstag. Ich habe wieder ein bisschen zu viel gesabbelt. Aber ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. So, ich bedanke mich natürlich bei 101 Zuschauer. Mega geil, Leute. Mega geil. Samstag und ihr seid bei mir. Was soll ich dazu sagen? Mr. Crypto, Single. Ich mache ja meist immer allgemeine. Achso, die News. Es geht um News. Ottoan, grüß dich, Marcello und die Mannschaft in der Runde. Mr. Crypto, hallo MC und alle. Qualmis, Moinsen, Kryptogärtner, moin, XRP Heiko, hallo zusammen, Indalo, hallo, Startrampe, guten Abend MC und alle Samstagsgugger, Graf Olaf, grüß dich, Crypto Whitehead, moin, na, wie geht's dir? XRP Boy, hallo MC, die SEC will Ripple wieder verklagen, wenn der Stablecoin rauskommt. Und manche sagen, das würde die Anwendung noch länger in die Länge ziehen. Was ist deine Meinung? Also, das sind auch genau diese Leute, die wahrscheinlich sagen, von wegen die Verwendung vom XRP-Ledger mit XRP bei grenzüberschreitenden Zahlungen wird nicht funktionieren am Kurs, dass der steigt. ich stelle mir gerade vor, wenn die SEC den Stablecoin, also Ripple verklagt wegen den Stablecoin, da frage ich mich doch ganz klipp und klar, was hat Ripple denn getan mit dem Stablecoin am Anfang, um die SEC eben zu, ne, darauf zu kriegen. Erster Punkt ist, ganz klipp und klar, nix. Zweiter Punkt ist, wie kann ein Stablecoin, der einen Wert von 1 Dollar hat, ne, so bleibt er ja auch, ein Wertpapier sein? Das funktioniert schon mal wieder gar nicht, ne? Weil ein Wertpapier, das, wie es ja schon heißt, geht hoch mit dem Wert oder geht halt runter. Ein Stablecoin bleibt ja gleich. Ist also Blödsinn. Dass natürlich die SEC sowas sagt, weil natürlich der Prozess nicht gerade so läuft, wie sie sich das vorstellen. Na klar, da haue ich auch sowas raus. Ne? Wenn ich jetzt die SEC wäre, würde ich auch sagen, oh, Ripple kommt mit einem neuen Produkt an. Pass auf, ich mache euch fertig. Ne? So geht das hier gar nicht mit mir. Aber das ist Blödsinn. Erstens, wir wissen ja schon, dass der Stablecoin hauptsächlich erstmal Hauptpriorität hat, die USA. Weil da eben regulatorische Unklarheiten sind und mit dem Stablecoin könntest du das erstmal umgehen. Ist okay. Und selbst wenn die SEC Ripple deswegen verklagt, ganz ehrlich, dann darf der Stablecoin erstmal in den USA nicht starten. Das würde dann wieder 1-2 Jahre dauern, bis er dann in den USA starten könnte. Denke ich nicht, dass die SEC so etwas macht, weil die Macht der SEC wird schon weggenommen von den Republikanern. Der Kongress versucht ja mittlerweile schon, und das wird auch kommen, die SEC dazu zu bringen im Endeffekt, oder es wird veranlasst, dass die SEC für die Blockchain-Welt gar nicht mehr zuständig ist. Sind sie sowieso normalerweise nicht. Ich gehe nicht davon aus, dass sie damit recht haben. Wir müssen hoffen, muss man ganz klipp und klar sagen, wenn es um die Blockchain-Welt, um die Kryptowelt geht, dass die Republikaner an die Macht kommen, weil die sind sehr offen dafür und wollen auch eine vernünftige Regulierung. Das sind nämlich die Demokraten, die alles blockieren und das nicht wollen. Also wie gesagt, ich finde das Blödsinn, unsinnig. Das wird die Verwendung um 0,0% nach hinten schieben. Vielleicht für die USA, dann hätten sie Pech. Aber man muss auch bedenken, September, Oktober, um den Zeitraum sind ja die Wahlen in den USA. Und dann werden wir sehen, wie die Amerikaner entscheiden werden. Also ich mache mir da, was das betrifft, null Sorgen, weil dann würden sie auch Circle und Tether eigentlich mal attackieren, richtig. Und da halten sie sich immer noch zurück. Ne? Warum sollten sie dann Ripple Stablecoin, der im Endeffekt ja, man muss es ja sagen, am Anfang sowieso ganz klein ist in dem Bereich, der wird sich ja auch erstmal entwickeln. Warum sollten sie dann Ripple natürlich ankacken? Das ist jetzt nur so Machtspielerei, sage ich mal. Die lassen ihre Mucki spielen, aber im Endeffekt wird da nichts bei rauskommen. Crypto Whitehead zusammen. Achso, okay. Sengli, hi MC und alle.
Emhorn, hallo, guten Abend MC und alle zusammen. Ottoran, Emir, früh dabei. Transatlantic, moin MC und Community. Bier und Chips stehen parat. Ach du Scheiße, wo ist mein Bierchen? Kirch, hallo MC, Grüße an alle. Zum ersten Mal gechattet. Alpha Mo. Okay, guten Abend. Grüß dich, schön, dass du hier bist. Singleberger, geh nicht an mich. Fett Toni, hallo MC und alle anderen XRPler. Transatlantic, bei mir hat sich kein Markt gedreht, höchstens in der Spirale nach unten. Dann hast du vielleicht nicht die richtigen Coins, hä? Ach, warten wir einfach ab. Ich sag dir ganz ehrlich, mein Freund, wir werden noch sehr, 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 sehr gute Momente kriegen, wenn der Bullenmarkt losgeht. Und da werden wir sowas wie jetzt, so eine kleine Abwärtsspirale, wie du das sehr schön ausgedrückt hast, werden wir vielleicht auch mal eine Woche zwischendurch immer noch haben. Natürlich Kurskorrekturen, Gewinnmitnahmen, aber es wird mehr aufwärts gehen als runter. Qualmes, MC hat Überstrom. Er ist hell erleuchtet. Echt? Ja, ein bisschen, ne? Wir haben ja auch unser Kohlekraftwerk auf Gaskraftwerk umgestellt hier in Bremen, ne? Jetzt läuft es ja noch besser. XRP Heiko, das ist das Polarlicht hinter MC, der heilige MC. Um Gottes Willen, jetzt geht's los. Bitte nicht, sonst kommen die Leute wieder auf welche Ideen, mir irgendwelche komischen Spitznamen zu geben. Uga, Namen zusammen. Crypto weiter. Hauptsache der Rubel rollt. Ja, hundertprozentig. Crypto weiter. Hauptsache die Moneten stapeln sich. Kommt noch, ne? Kommt noch. Singleman MC, du magst ja auch andere Coins und nicht nur XRP. Das ist hundertprozentig, das ist auch in meinem Portfolio zu sehen. Man sollte eh nie nur einspurig fahren und auf einen Coin fixiert sein. Also da muss ich dir leider widersprechen. Also wenn man nur so auf Bitcoin guckt, da kann ich auch sagen, okay, klar, da machst du deine Gewinne. Der ist im Endeffekt auch langweilig, ne? Weil es ist immer das Gleiche mit dem. Der macht so im Bullenmarkt seine 400-500% oder vom Tiefpunkt 400-500%. Also der ist sicher, dass du immer wieder Gewinne machst. Selbst wenn du jetzt beim letzten Allzeithoch bei 66.000 vom letzten Bullenmarkt natürlich gekauft hast. Ja, mein Gott, da warst du jetzt schon wieder in der Gewinnzone. Ne? Da wird auch noch mehr kommen. Also Bitcoin ist wirklich so richtig Langweiler. Da kann man natürlich sein Geld immer reinstecken. Aber ansonsten so, das ist ja das, warum ich sage, in Bitcoin stecke ich mein Geld nicht mehr rein. Ich habe ja ein paar, aber gut, das ist eine andere Sache. Da habe ich auch früh gekauft. Bei Bitcoin ist es einfach so, der ist langweilig. Da reizt es mich mehr mit anderen Projekten, auch die vielleicht ja nicht so ganz so frisch rausgekommen sind, aber zu gucken, wie die Entwicklung ist und alles und wie sie sich ein bisschen ausbreiten und der Erfolg von dem Unternehmen, ne, was dahinter steckt. Und das ist so das, was ich geil finde. Ne? Der Kurs, der kommt schon. Ne, da mache ich mir immer keine Sorgen. Der wird schon irgendwann kommen. Und wenn das Jahre dauert, 2, 3 Jahre oder 4, 5 Jahre, wegen der Entwicklung noch und alles, ist alles kein Thema. Aber trotzdem, es ist einfach nur geil zu sehen in der realen Welt, wie diese Unternehmen dann einfach große Erfolge feiern. Natürlich der Coin dann dementsprechend hin und wieder auch mal mitsteigt. Und dann kann man sagen, geil, für ein paar Hunderter habe ich 10.000, 20.000 Euro gemacht. Mr. Crypto, die räumen jetzt auf, langsam auf. Gary bekommt Gegenwind. Der bekommt schon seit Wochen Gegenwind, mein Freund. Senat aufgefordert, die fehlgeleitete Kryptoregeln der SEC schnell zu kippen. Die haben Regeln? Nachdem das US-Repräsentantenhaus eine Resolution verabschiedet hat, um das Safe Accounting Bulletin SAB 121, haben wir gestern, glaube ich, schon, der SEC oder vorgestern, keine Ahnung, zu kippen, hat Senatorin Cynthia Loomis den Senat aufgefordert, dasselbe zu tun. Die Resolution zielt darauf ab, regulatorische Übergriffe zu verhindern, die es Finanzinstituten verbietet, die digitale Vermögenswerte von Kunden zu halten. Kritiker, darunter der Vorsitzende des Finanzdienstleistungsausschusses des Repräsentantenhauses, Patrick McHenry, argumentierte, dass SAB 121 ein Beispiel für eine übermäßige Regulierung unter dem SEC-Vorsitzenden Gary Gensler ist. Ja, was soll ich sagen? Das, was ich gesagt habe. Die versuchen, die SEC jetzt langsam, aber sicher, die Macht einfach wegzunehmen. Und es ist auch richtig so. Wir können nicht zulassen, dass die Regierung die Instrumente für die finanzielle Freiheit aus der Welt schafft. Es ist an der Zeit, dass der Senat diese fehlgeleitete Regel schnell kippt.
21 Demokraten haben sich gerade 207 Republikanern angeschlossen, um die Resolution zur Annullieren von SAB 21 zu verabschieden. Auf in den Senat. Geile Sache. Sogar Demokraten. Natürlich 21 ist nicht viel, aber ihr seht, dass die Stimmung langsam aber sicher kippt. Unter Gary Gensler ist die SEC von ihrem gesetzlichen Auftrag abgewichen. Investoren zu schützen? Dann natürlich, stopp, ne? Also die schützen die Investoren in den USA ja doch top, ne? Wenn es um die Kryptowelt geht, wo natürlich auch welche Milliardäre und so dabei sind oder auch Banken, haben sie bisher immer top geschützt, ne? Fair, geordnet und effiziente Märkte aufrechtzuerhalten und die Kapitalbildung zu verbessern. Diese drei Gesetzesentwürfe werden die SEC zwingen, wieder auf Kurs zu kommen. Naja, wechselt das Personal aus. Glauben Sie, dass der Senat der Resolution zustimmen wird, um die fehlgeleitete Kryptoregeln der SEC zu kippen? Na, hundertprozentig denke ich das. Sie haben die Schnauze voll, muss man einfach sagen. Dankeschön, Mr. Crypto. Transatlantic, also vor 2 Monaten hatte ich noch 30.000 mehr im Portfolio. Also von Gewinne einfahren kann nicht die Rede sein. Aber ich nehme es mit Humor. Wann XRP 589 und wann 771? Also die 589 haben wir ja schon gesagt, brauchen wir gar nicht. Ne? Das ist ja Kleingeld. Die 771, oh, nächstes Jahr, 25. Schätzele, das mit deinen 30.000 mehr im Portfolio, das haben wir alle. Wir hatten alle vor 2 Monaten noch mehr im Portfolio als jetzt. Und guck mich an, mich stört's nicht, weil ich weiß, was kommt. Nicht nur jetzt, was XRP betrifft. Das ist im Endeffekt, entweder startet dieses Jahr oder wir sehen wirklich die dreistellig, vierstellig, 26. 25 kommt natürlich auch noch. Aber wenn ich um die anderen Kryptowährungen, Coins und Token, die ich habe, in meinem Portfolio sehe, kommt mir natürlich das Grauen im Endeffekt. Ne? Weil wenn ich sehe, was die teilweise für Wert verloren haben, jemand, der nicht lange dabei ist, der wird wahrscheinlich Backenflattern kriegen. Kann ich auch gut verstehen. Ich persönlich sage, ist mir scheißegal, weil ich weiß, dass dieses Jahr, spätestens nächstes Jahr, sich der Bullenmarkt soweit da ist. Der entwickelt sich jetzt langsam hin und mit Stück für Stück. Und von daher, ich bin ganz tiefenentspannt, weil es wird kommen. Ich habe ja kein Geld verloren. Keiner hat Geld verloren. Auch nicht du mit deinen 30.000 jetzt weniger im Portfolio. Du hast ja kein Geld verloren. Johannes, hallo, liebe Leute. Schönen Abend. Startrampe, ich habe mittlerweile 17 Coins. Da sollte wenigstens einer dabei sein, der das Investment wieder reinbringt. Ja, vielleicht sogar mit einem kleinen Gewinn was noch dazu. Na, also da würde ich mir bei dir keine Sorgen machen. Es werden natürlich nicht deine 17 Coins voll durchschlagen. Also wenn das wirklich passiert, dann Riesenglückwunsch natürlich. Aber der eine oder andere wird sein Allzeithoch erreichen. Damit hast du bestimmt schon dein Investment dann raus und natürlich noch das Überschreiten. Also von daher alles easy. Herr Toni, warum lässt die SEC Ripple nicht mal in Ruhe? Warum wollen die SEC jetzt gegen den Stablecoin vorgehen? Es ist doch richtig. Pass auf, wenn jemand dich die ganze Zeit ärgert, du den verklagst, ne? Du bist auch auf der richtigen Seite oder sagen wir nicht mal dich ärgert, so willst du jetzt jemanden verklagen. Du bist dir sicher, weil du Vermutungen hast wie die SEC und du gehst vor Gericht und du verlierst den ersten Teil des Prozesses. Dann hörst du, oh, der bringt ein neues Produkt raus, das geht gar nicht, da müssen wir jetzt nochmal gegenballern, ne? Nochmal versuchen, einen zwischen die Beine zu hauen. Das wird auch nichts bringen. Wie willst du denn einen Stablecoin als Wertpapier deklarieren? Alleine schon, wie gesagt, Wertpapier. Wertpapier bedeutet, dass der Wert nach oben geht oder eben halt nach unten geht beim Wertpapier. Kommt natürlich darauf an, was für ein Wertpapier sind, was ist Unternehmen und Co. Ein Stablecoin hat einen stabilen Wert. Das ist kein Wertpapier. Es wurde noch nie von der SEC ein Stablecoin oder die Unternehmen, die dahinter stecken, verklagt, dass ein Stablecoin ein Wertpapier ist. Das ist alles der größte Schwachsinn, was jetzt gerade kommt. Nur um Ripple wieder versuchen, eins auszuwischen. Und ich bin seit 2014 dabei. Ich habe noch nie gehört, dass die SEC Tether angekackt hat. Von wegen, oh, das ist ein illegales Wertpapier. Oder USDC von Circle, dem Stablecoin. Hätten sie auch schon längst machen können. Warum nicht? Da steckt eine Menge Kohle dahinter, hinter den beiden Unternehmen. Haben sie noch nie gemacht. Aber natürlich, bei Ripple, da hauen wir jetzt rein. Ne? Galedo, guten Abend.
Hubal, hallo MCU und Community. Wir sind weiter geduldig, hundertprozentig. Und alles easy, ne? Alles easy. Es läuft alles. Ach, bevor ich es vergessen habe, was die Türkei zum Beispiel betrifft, wegen Regulierung, ne, was ich vorhin gehabt habe, gehört natürlich auch dieses Jahr dazu, weil die sind schon sehr weit, was Regulierung betrifft. Muss man auch ganz klipp und klar sagen. Ne? Türkei ist sowieso eines der fantastischen Länder, die es gibt, mit Blockchain. Alles andere kann ich noch nicht beurteilen. Aber was Blockchain betrifft, ist die Türkei wirklich ein fantastisches Land. Crypto Whitehead, Kolumbien, Hongkong ist auch Ripple-Technologie. Ja, absolut. Mr. Crypto, es wird alles nur noch eine Frage der Zeit sein. Ja, und das Schöne ist ja tatsächlich, es müsste ja eigentlich auch jeder Hinterwäldler mittlerweile mitgekriegt haben, es ist nur noch eine kurze Phase. Eine kurze Phase heißt tatsächlich, wir haben 24 bis 26. Wenn es um CBDC geht, okay, da sagen wir mal von 24 bis 28 oder bis 30 könnte es sich wirklich hinauszögern. Ob das so kommt, muss man natürlich gucken. Wir kriegen natürlich auch nicht genau die Informationen, die wir brauchen, um einzuschätzen zu können, wie lange es natürlich noch braucht mit digitalen Währungen. Aber ich schätze mal, alle bewegen ihren Hintern ein bisschen schneller, weil es kann ja nicht sein, dass eine Nation wie China zum Beispiel den ersten Stablecoin oder digitalen nationalen Währung rausbringen und alle anderen pennen, ne? Lungwin, es tut mir ja leid, das sagen zu müssen, aber ich kann nicht asiatisch lesen. Das ist für mich leider ein großes Problem. Viele brauchen dafür sehr viele Jahre, um das lesen zu können. Also, trotzdem vielen Dank. Rimini, hallo an alle. Single, hi Rimini. Uchi. Abend aus den schönen Harz. Bald ist das Wochenende wieder rum. Aber Krypto wird eines Tages wieder die Monate hier finanzieren. Du kannst einfach sagen, oder es könnte tatsächlich passieren, dass du bald vielleicht nur noch Wochenende hast. Schauen wir mal. Mr. Krypto, wie Brad G. auch meinte, Bitcoin wird irgendwann den ersten Platz wahrscheinlich abgeben müssen. Ich bin davon überzeugt, dass natürlich Bitcoin das auch abgeben muss. Das ist ja das, wovor die Bitcoin-Maxis am meisten Angst haben, dass so ein Dreck wie XRP irgendwann auf Platz 1 ist. Nicht wegen grenzüberschreitender Zahlung, sage ich ganz ehrlich, sondern weil der XRP-Ledger einfach so fett aufgebaut ist, in so vielen Bereichen drin ist, das schafft Bitcoin nicht mit der Marktkapitalisierung dagegen zu halten. Und ja, es heißt in meinen Augen, dass XRP mehr, viel mehr Marktkapitalisierung später in seinem drin hat als Bitcoin. Und natürlich auch über 1 Billion, 2 Billionen und vielleicht hat er auch 5, 6 Billionen dann. Wer weiß. Schauen wir mal. Weltglück, grüße euch alle sehr. Und natürlich MC. Was ist los? Willst du nichts sagen? Flying Dutch, guten Abend an alle. Und MC, Dankeschön. Crispy Feed, guten Abend in die Runde, ihr XRP-Raketen. Weltglück, geht an Krypto weiter. Tobi, guten Abend MC und liebe Grüße für alle aus der Schweiz. Ich bin tiefenentspannt und freue mich auch die Anwendung. Hoffe, Start schon 24. Ich gehe ganz stark davon aus. Ob der Kurs natürlich dann dreistellig wird, zweistellig wird, das wird man sehen. Ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Da bin ich noch entspannt darüber oder auch gespannt, wie sich dann der Markt so entwickeln wird. Oder der Kurs von XRP eher gesagt. Mr. Crypto, Brad meinte auch, dass der Markt locker in der Lage ist, in einem gewissen Abstand Jahren ein 100-mal von der Marktkapitalisierung zu erreichen. Natürlich, das, was den Markt richtig pushen wird später, wo richtig, und da reden wir von richtig viel Geld, was jetzt reinkommt, ist ja noch Spielgeld im Endeffekt in den Markt. Das wird tatsächlich sein, die Blockchain-Welt in der realen Welt. Wenn das wirklich kommt, und das wird ja kommen, es ist ja schon dabei, dass wirklich die Blockchain-Unternehmen ihre Produkte in der realen Welt in Massenadoption reinballern können, weil die Gesetze natürlich dafür da sind dann, dann wird richtig viel Geld reinkommen. Dann ist das alles mit Bitcoin, ETF und alles, die Kohle, die da reinkommt und wieder spekuliert wird, das ist alles lächerlich dagegen. Mr. Crypto, und mit Tether meinte er, das könnte eventuell auch zum Black Swan führen. Ja, Tether ist wirklich so ein Ding, wo ich sage, wenn der über Kopf geht, wird der ganze Markt richtig über Kopf gehen. Da sehe ich dann Bitcoin, wo ist er jetzt? Bei 62.000, 61.000, 61.000.
Wenn jetzt zum Beispiel Tether über Kopf gehen würde, dann sehe ich Bitcoin bei 10.000 bis 20.000 maximal. Und das wird richtig brutal dann für alle. Deswegen hoffen wir, dass natürlich die meisten Blockchains bis dahin, die wir haben, in der richtigen Welt zur Verwendung kommen. Dann können die das richtig abdämpfen. Zika, hallo Marcello, du hast recht. Es wird genial. Ich bin geduldig. Sehr gut. Sehr gut. Das Schöne ist, man sieht es ja auch, ne? Wir sind live dabei, wie eine neue Technologie auf die Welt kommt. Jetzt nicht nur der XRP Ledger, wie Geschichte geschrieben wird, nicht nur in der Finanzwelt. Wir sind live dabei, wie eine neue Industrie oder die alte Industriewelt in einen neuen Zyklus reinkommt, in eine neue Welt. Das ist so genial. Wir sind live dabei, wie Geschichte geschrieben wird. Das ist den meisten überhaupt nicht bewusst. Crispy Feet, wir werden noch durch den Sumpf ein tiefes, dunkles Loch laufen müssen, bevor es goldig wird. Na, das denke ich nicht. Das Schlimmste, glaube ich, haben wir hinter uns. XRP Heiko, Ripple und XRP Ledger Labs sind zusammen mit Hedera und Algorand Gründungsmitglieder der DIRC-Allianz. Ja, das habe ich vor 2 Tagen nochmal. DIRC gibt bekannt, dass Ripple und XRP Ledger seiner Allianz als Gründungsmitglied beigetreten sind, um die technischen Aufsicht über das Gesamtwachstum des Web3-Branche zu übernehmen. DIRC ist ein Open-Source-Protokoll zur Verwendung von Geheimnissen, das dazu dient, winzige Geheimnisse zwischen einer Gruppe von Personen zu teilen und um verlorene Kryptos natürlich wiederzufinden. Weltglück, ja, irgendwer muss schuld sein bei der CBDC-Einführung oder Blockchain-Start. Wahrscheinlich ist es dieses Mal der Black Swan. Nein, der Hauptgrund ist wirklich, warum natürlich die Blockchain-Welt noch nicht in der realen Welt angekommen ist, in dem Ausmaß, wie wir uns das ja hoffen, ist halt, weil die Regulierung fehlt, weil noch Gesetze fehlen. Das ist wirklich der Hauptgrund. Nichts anderes. Weil die meisten Technologien, ganz ehrlich, sind für die reale Anwendung schon fertig. Auch der XRP Ledger ist im Endeffekt schon fertig. Klar, es fehlt im Endeffekt noch Exchange Bridge und DIT, aber ganz ehrlich, wenn alles reguliert wäre jetzt, glaubt ihr wirklich, dass es noch so lange dauert, bis Exchange Bridge und DIT dann auf den XRP Ledger kommen? Was glaubt ihr, wie schnell das dann darauf ist? Und ich denke nicht erst in 14 Tagen, wenn die Zustimmung dann soweit ist. XRP Heiko, in seinem jüngsten Interview sagte Twitter-Gründer Jack Dorsey, dass Bitcoin bis 2030 mindestens 1 Million Dollar erreichen und auch darüber hinausgehen werde. Dorsey fügt hinzu, dass neben dem Preis die dezentrale Struktur von Bitcoin, lassen wir mal so stehen, seine wichtigsten Aspekte ist, da sie sicherstellt, dass jeder Teilnehmer ein Teilhaber im Netzwerk ist und seinen Part zum Systemerfolg beiträgt. Ich bin ganz seiner Meinung. 2030, weiß ich nicht. Ich denke mal, wenn er jetzt so auf, nehmen wir mal an, es läuft wirklich gut, 250.000 bis 300.000 schafft im Bullenmarkt. Dann wäre meine nächste Spekulation, ganz ehrlich, im nächsten Bullenmarkt, der so 28, 29 beginnt, 7 bis 800.000. Und dann darauf auf den Bullenmarkt. Da würde ich dann auch sagen, der schafft locker seine 1 Million. Olli, seid gegrüßt. Ich will jetzt 3 Dollar sehen, um den Glauben aufrecht zu erhalten. Nur 3 Dollar? Oh Mann, das schaffen wir mit Pump. Wart mal den Bullenmarkt ab, dann glaubst du dran. Bunz von keine Ahnung. Hallo und schönen Abend zusammen. Olli. Jetzt hat sich MC verraten. Oh, was habe ich denn gesagt? Er sagte wörtlich, er hat ein paar Bitcoin. Das heißt bis zu 10. Nein, tut mir leid. So wenig habe ich nicht. Taucher, Grüße an die XRP-Bande und die MC. Sanremo, sonnige Grüße von der Insel. Grüß dich, Remo. XRP-Heiko. XRP-Heiko, eigentlich können wir uns die ganze Streamerei schenken. VeChain, XRP, XCC und so weiter kaufen, liegen lassen und nach 5 Jahren reinschauen. So lange glaubst du noch? Okay. Ich habe ja im Moment ein Problem mit WhatsApp, ne? Ich komme in WhatsApp nicht rein. Weiß auch nicht, wie ich jetzt darauf komme. Auch muss mal sein.
Anton XRP, guten Abend. Single Bear, schon krass, dass Veracity seit März wieder 68% verloren hat. Solche Momente sollte man immer ausnutzen, um zu kaufen. Kann man natürlich machen. Also ich sag ganz ehrlich, ich habe mein Limit sowieso schon überschritten, was ich haben wollte von Veracity. Ich warte jetzt einfach nur ab. Ne? Wie gesagt, also ich kaufe ganz explizit nur noch XRP und XCC nach. Weil das sind für mich wirklich zwei Coins mit, na gut, XRP sowieso, aber auch XCC mit einem riesen Potenzial dahinter. Ne? Gerade was Tokenisierung betrifft, und es rollt ja immer mehr Richtung Tokenisierung jetzt an. Und Brett Garlinghaus hat ja auch schon gesagt, 2024 wird ein Riesenjahr für Tokenisierung. Deswegen kaufe ich nicht, weil ich denke, XCC wird ein großer Matchwinner bei Tokenisierung natürlich sein mit seinem System. Ne? Und dann SPI haben sie hinter sich. Mein Gott, das ist ein Finanzriese aus Japan. Die haben das XCC-Netzwerk integriert für Tokenisierung. R3 Corda hat es. Also ganz ehrlich, ich bin guter Dinge, dass wenn es um Tokenisierung geht, muss man leider auch sagen, ist das die Nummer 1. Ja, ich weiß, Ripple wird auch mit dem XRP Ledger Tokenisierung machen. Ich denke aber, die werden zusammenarbeiten mit XCC zusammen. Nicht umsonst haben sich öfters mal die CEOs rein zufällig natürlich getroffen in San Francisco. Aber nee, XCC hat da die Nase vorn. Kryptogärtner, laut Brett Garlinghaus soll Tether ein Problem mit dem US-Staat bekommen. Ripple ist da wahrscheinlich schon durch. Seiner Meinung nach soll ein Black Swan kommen. Schauen wir mal, ob da was dran ist, ne? Wir können ja sowieso nichts ändern. Dann nehmen wir mal an, die nehmen jetzt wirklich Tether hops und, ja gut, das ist eigentlich auch ganz einfach. Die müssen wirklich beweisen, dass wirklich die 110 Milliarden oder was hat der jetzt an Marktkapitalisierung? 111 Milliarden Dollar tatsächlich dahinter stecken. So. Dafür gebe ich den 48 Stunden. Sollten sie eigentlich per Papier mir vorlegen können. Können sie es nicht vorlegen, müsste man ihn sofort verbieten. Sofort. Und das würde den Markt natürlich extrem nach unten ziehen. Aber schauen wir mal. Man muss aber auch wieder bedenken, bei Tether, da sind natürlich, die haben auch gute Freunde in der Politik. Muss man ja ganz klipp und klar sagen. Die sind ja auch nicht alle blöd. Ob da wirklich was dran ist, schauen wir mal. Argon, guten Abend, Marcello und Community. Sanremo, habt diesen Beitrag auch gesehen? Wildfuchs. Wildfuchs, nicht Fuchs. Fuchs. Guten Abend an alle. Hab ich was verpasst? Oh, ein bisschen vielleicht. Kufox, oh mein MC, das tut so gut, wenn du sagst, August 10 Dollar durch Verwendung. Aber mal sehen. Ja, das Problem ist, ich kann auch nicht sagen, wann der Starttermin ist. Na, das ist nur so meine Vermutung, meine Meinung. Ob ich richtig liege oder nicht, spielt im Endeffekt keine Rolle, ob ich richtig liege, weil ich freue mich natürlich für alle dann. Wenn es nicht passiert, dann bin ich natürlich auch wieder ein bisschen geknickt und sage mir, meine Fresse, woran liegt es denn noch? Na, weil bis August müsste locker Exchange Bridge und DIT ja drauf sein, ne? Und der XRP Ledger auf 2.2.0 integriert werden. Dann haben wir die Mika-Vorschriften, die zum Teil ja in Kraft treten. Einfach entspannt bleiben. Nicht umsonst ist SPI jetzt Validator geworden, weil sie natürlich den XRP Ledger und XRP nie verwenden werden. Ne? Müssen wir ganz klipp und klar sagen. Sanremo, sollte USDT crashen, wäre das ein Mega-Crash. Ja, sowas hat man auf dem Markt noch nie gesehen dann. Da sind diese ganzen kleinen Gewinnmitnahmen von wegen 30-50% Marktkorrektur nach unten ein Witz gegen. Was dann kommt. Also man könnte es so sehen, dass, sage ich ganz ehrlich, also ich erwarte wirklich, dass der Markt um 80% einsacken wird. Dass wirklich die Kurse dramatisch einbrechen werden und wir tatsächlich vielleicht XRP nicht mal mehr unter und über 30 Cent einkaufen können. Und alle anderen, ja, Augen zu und durch dann, ne? Das heißt aber nicht, der Markt bricht total zusammen und es wird nie wieder aufsteigen. Natürlich wird es dann auch wieder hochgehen. Nur sagen wir mal, du hast ein Portfolio von 10.000 Euro wert jetzt. Dieser Wert, kannst du sagen, wird vielleicht auf 1.000 Euro oder 600 Euro runtergehen. Bis dahin. Es ist wirklich machbar dann. Es wird wirklich eine brutale Sache dann. Aber ich möchte keinen erschrecken. Warten wir einfach ab. Ne? Weil es kann so viel passieren natürlich. Startrampe, bis August bitte 3 Euro. Sag das mal deinem Bruder MC.
Ja, ich werde ihn gleich anrufen, ne? Das geht ja gar nicht. Ich sage auch, David, hier, David, man, die Leute aus der Community, die wollen jetzt mal ein bisschen was sehen. Ne? Mach mal ein bisschen was an den Stellschrauben, dann geht so nicht weiter. Sanremo und Ripple könnte die Rettung sein. Mit dem Stablecoin, ja, da hast du natürlich recht, ne? Crispy Feed, der Crash wird kommen. Die Frage ist nur vor oder nach dem Bullenmarkt. Ich tippe eher, der wird nach dem Bullenmarkt kommen. Dass sie das so abtimen werden, damit wir es gar nicht so wahrhaben werden, im Bärenmarkt. Ne? Das wäre eigentlich der perfekte Zeitpunkt dann. Single Bear möchte dann nicht wissen, wie dann die Kurse bei WeChain, Alchemy, XCC, Veracity und so weiter aussehen können, wenn USDT crashen wird. Ich auch nicht. Deswegen sage ich ja auch, ne? Ich verkaufe komplett WeChain, Alchemy Pay und Veracity. Komplett. Das sage ich nicht umsonst. Im Bullenmarkt. Viele sagen ja, oder haben mir ja auch schon gesagt, ja warum, WeChain hat doch so geile Ambitionen, wenn die richtig in der Verwendung kommen und alles. Gar keine Frage, aber ich sehe den erst nächstes Mal, ne? Nächsten Bullenmarkt. Und das habe ich nämlich immer im Hinterkopf mit Tether. Dann nehme ich lieber im Bullenmarkt jetzt meine Gewinne noch mit, weil wenn sie wirklich Tether über Kopf hauen lassen, im Bärenmarkt, was ich vermute, dann kann ich ganz entspannt und sehr tief wieder einkaufen im Bärenmarkt. Single Bear, dann kann man WeChain auch für 1 Cent kaufen. Single Bear, nee. Dann kannst du WeChain unter 1 Cent kaufen. Crispy Feed, aber nur kurz. Dann geht es wieder aufwärts. Naja, kurz würde ich nicht sagen. Das würde dann wieder so 2-3 Wochen sich hinziehen. Sanremo, wenn USDT crasht und der kommende Ripple Stablecoin auf den Markt übernimmt, dann ist das für mich nur ein weiterer Beweis, dass die Ripple-Klage etc. von beiden Seiten geplant war. Sanremo, die ist sowieso von beiden Seiten geplant. Und die Marionette Gary Gensler ist leider das Bauernopfer. Transatlantic, vielleicht muss USDT crashen, damit 99% aller Kryptos aus dem Markt gespült werden. Das ist natürlich eine Sache, das ist gut möglich, ne? Ganz speziell so Mimi-Coins, ne? Die würden alle aus dem Markt gespült, auf jeden Fall. CK, in diesem Bullenmarkt ist der Unterschied zu dem letzten, dass die Blockchain akzeptiert und integriert wird. Ist nur meine Meinung. Da stimme ich dir zu, aber leider noch nicht in die Verwendung groß kommt, wegen, wie gesagt, Regulation und Gesetzeslage, ne? Sanremo, die 99% werden nicht verschwinden. Die werden durch die Interoperabilität auf andere Systeme laufen. Richtig. Und da muss man sich natürlich fragen, welches System könnte im Endeffekt alles mit jedem kommunizieren? Es gibt nur eine Blockchain, es tut mir leid. Und das ist nicht Quant, es ist nicht Chainlink. Es ist der XRP-Ledger, tatsächlich. Crispy Feed, vor C war der Plan, mit 50 in Rente zu gehen. Durch C alles verloren. Selbst Altersvorsorge, aber Firma gerettet, wieder zurückgekämpft und dieses Jahr in Krypto eingestiegen. MC, bin ich wieder im Zeitplan? Das Problem ist jetzt bei mir, wenn ich das so lese, erstmal Glückwunsch, das ist hervorragend, dass du das wirklich geschafft hast, gar keine Frage. Aber die Frage ist ja jetzt, wie alt bist du? Damit ich sagen könnte, oh, mit 50, ja, das würde hinkommen. Singleware, die Umlaufmenge von Ripple Stablecoin muss schon einige Milliarden betragen. Da reichen 100 Millionen sicher nicht. Naja, also wenn wirklich Tether über Kopf geht, dann haben wir zum Beispiel auch noch USDC-Coin. Den fassen sie nicht an, weil der ist wirklich zu 100% gesichert. Das zeigt Zirkel jedes Mal auch. Da bin ich mir auch absolut sicher, dass der felsenfest ist. Also wenn ich wechseln würde, im Moment würde ich nicht USDT nehmen, sondern wirklich USDC. Weil da ist wirklich auch Beweislage top. Naja. Das Problem ist nur am Anfang, die werden nicht 100 Milliarden rausbringen. Ne? Also wenn wir Glück haben, also ich tippe mal, dass sie erstmal 100 Millionen rausbringen und dann natürlich Stück für Stück das erweitern. Wenn das Geschäft gut läuft, werden sie natürlich auch viel Geld da wieder reinstecken, damit sie wieder mehr rausbringen können. Aber da muss man natürlich mal abwarten, was passiert.
Olli, warum sollte USDC crashen? Nicht USDC. USDT, hier, Tether. Weil es schon seit Jahren das Gerücht gibt, dass die 111 Milliarden nicht da drin sind, dass der gedeckt ist. Nicht mal ansatzweise mit Geld. Und ich bin guter Dinge, dass es tatsächlich auch der Wahrheit entspricht. Das kann doch niemals im Sinne der Bitcoin-ETF sein. Im Sinne der Bitcoin-Maxis musst du eher sagen. Weil die haben nämlich das große Problem, weil Bitcoin wird nämlich extrem gestützt von Tether. Das siehst du, das wirst du im Bullenmarkt sehen. Wenn wieder die Nachrichten rauskommen, ne, es wurden 500 Millionen Tether gedruckt, ne, oder hergestellt, sagen wir es einfach mal so. Wuppdiwupp, spätestens innerhalb von 24 Stunden wird Bitcoin massiv gepumpt. LQ17, hey, ICMC, der USDT-Crash kann ich mir gut nach dem Bullenmarkt vorstellen, um einfach den natürlichen Zyklus beizubehalten. Bingo, Dankeschön. Ich merke, wir denken gleich. Ja, der wird auch nach dem Bullenmarkt kommen. Deswegen sage ich ja, ne? Also alles außer XCC, XRP, was wollte ich noch? Terra Luna Classic. Der wird auch überleben. Werde ich alles komplett verkaufen. Absolut. Sanremo, weil USDT vielleicht nicht 1 zu 1 mit US-Dollar gedeckt ist. Vielleicht? Also Sanremo, ganz ehrlich, ich gehe zu 100% damit aus, dass sie nicht 1 zu 1 gedeckt ist. Auch nicht mit irgendeinem anderen Vermögenswert dahinter. Nein, das ist der größte Scam-Projekt, was es gibt. Ihr habt das gesehen bei Terra Luna Classic, was vor 2 Jahren, bei Terra Luna, was vor 2 Jahren passiert ist. Das ist noch ein Witz dagegen. Und genau das wird bei USDT genauso passieren. Olli, bin jetzt schockiert. 90% runter. Dann, du musst jetzt dreimal sagen, dass XRP 300 Dollar erreicht, damit der Fluch deine Worte gebannt ist. Wieso reden wir eigentlich immer über 300 Dollar? Das ist doch ein niedriger Kurs. Keine Panik. Natürlich wird Ripple auch seine Sicherheitsmaßnahmen dafür haben, dass XRP nicht so extrem runtergeht. Würde es natürlich nicht der Fall sein, dass Ripple nicht gewisse Maßnahmen hat, weil er muss ja schon einen gewissen Kurs haben. Wir haben ja es gesehen im letzten Bärenmarkt, dass er immer bei 30 Cent rumgegangen ist, wo ich dann vermute, okay, 30 Cent muss er haben, das System stabil zu haben. Die werden dann auch einschreiten. Keine Panik. LQ17, gefühlt gibt es immer schlechte News, wenn der Markt nicht steigen soll. Und gute News, wenn es wieder soweit ist, zu steigen. Natürlich, du musst bedenken, du hast in einen Markt investiert. Nicht nur, dass das ein Weicheiermarkt ist. Damit meine ich eine kleine schlechte Nachricht und Mimimi kommt und alle verkaufen. Nein. Du hast in einen Markt investiert, der dezentral sein soll, aber zentral gesteuert wird von gewissen Unternehmen, Menschen. Da haben wir einfach mal Menschen. UGA, USDT könnte im Moment nicht mit Dollar gedeckt sein, weil die wie ein Fiat-Bank USDT gedruckt haben, um Liquidität zu erzeugen. Deshalb haben die Bitcoin gekauft, in der Hoffnung, dass die über die Gewinne bei Bitcoin wieder die Deckung des USDT erreichen können. Dazu muss aber Bitcoin bis mindestens 80.000 steigen. Bingo. Deswegen sind sie ja nicht umsonst auch in der Mining-Industrie bei Bitcoin eingestiegen, ne? Aber wenn man jetzt die auf die Probe stellen würde, auf die Prüfung, dass sie jetzt zeigen sollen, ja hier, komm, wo ist es denn 1 zu 1 gedeckt? Da würden die hundertprozentig durchfallen. Sanremo, sag ja, ein weiterer Beweis. Jo. Olli, ist das jetzt eine USDC-Crash-Prophet-Gruppe? Nicht USDC, hör auf mit USDC. Der ist absolut stabil. Das ist für mich wirklich der einzig sichere Stablecoin, den es auf dem Markt im Moment gibt. Es geht hier um USDT. Der ist der Schlimme. Es gibt ja schon ewig dieses Gerücht mit USDT-Blase. Und die bewahrheitet sich immer wieder. Deswegen sage ich auch, dieser Bullenmarkt ist der letzte, bevor es den Black Swan, den großen Crash auf dem Kryptomarkt geben wird. Quispifi, 10 Jahre habe ich noch.
Ach, Scheiße, du bist 40. 10 Jahre Kryptowelt? Du bist locker mit 50, sogar vor 50 in Rente. Da du leider ja auch wahrscheinlich den Schmutzcoin XRP hast, boah, Scheiße. Dein Plan wird aufgehen, keine Panik. Das ist vorbei. Na, also so lange musst du nicht mehr arbeiten, keine Panik. Liebe Chiba überlebt es auch. Das weiß ich nicht. Aber wenn Terra Luna Classic überleben wird, und das werden sie, dann wird Shiba es auch schaffen. Shiba hat auch sehr gute, starke Partner schon mittlerweile hinter sich. Und da würde ich mir auch keine Sorgen machen. Natürlich wird es brutal aussehen im Portfolio. Ne? Es liegt an jedem dann selber natürlich, ob er sagt, okay, scheiß drauf, Augen zu und durch. Entweder es wird wieder oder gut, dann habe ich ihm Geld verloren, wenn es auf Null geht. Aber dass ein, ich sag's ganz ehrlich, dass ein Projekt, ein Blockchain-Projekt auf Null geht, wo was hintersteckt, wo eine Art Verwendung ist, so wie bei Veracity, wie bei AlchemyPay zum Beispiel, oder bei Holochain mit D-Apps und Smart Contract auch und alles, dass sowas auf Null geht, habe ich seit 2014 noch nicht einmal erlebt. Dass ein Mimi-Coin verschwindet, ja, hundertprozentig. Dass ein Projekt, wo eine Blockchain auch dahinter steckt, wo man sagt, okay, da könnte vielleicht sich was daraus entwickeln, dass sowas dann von heute auf morgen verschwindet. Ja, natürlich. Aber wo eine Art Verwendung, ein Zweck dahinter steckt, der auch in der realen Welt schon angekommen ist, habe ich noch nie erlebt. Sanremo, ich gehe auch davon aus, wollt hier nur keine Behauptung aufstellen, die ich nicht beweisen kann. Nein, alles gut, wir können doch über alles reden, oder nicht? Wir sind ja ein offener Chat, sage ich mal. Startrampe, dem Biden-Volk würde ich aber auch zutrauen, USDT recht bald platzen zu lassen. Denn so würden sie den ganzen so gehassten Kryptomarkt ausbluten lassen. Theoretisch hast du recht. Praktisch, wenn es dann natürlich herauskommt, dass gerade die US-Regierung dahinter steckt. Und in den USA ist natürlich auch Krypto sehr beliebt und es investieren natürlich auch viele da drin. Es stehen Wahlen vor der Tür. Wenn das rauskommt, dass es natürlich die Regierung war, die dahinter steckt. Was glaubst du, was dann die Umfragewerte betrifft? Das kann er sich überhaupt nicht mehr leisten. Deswegen, Das wäre ein Angriff auf den ganzen Markt, nur durch Tether. Ja, hundertprozentig. Deswegen sage ich mal, Tether ist das Blut der Kryptowelt. Olli, ich höre hier schlecht auf den Kriechboden. Die Wände sind so feucht und schlucken den Ton. Daher verwechseln USDT mit USDC. Ah, okay. Ist doch kein Problem. Ne? Ist doch alles kein Problem. UK, der einzige sichere Stablecoin ist unser XRP. Der bewegt sich nicht. Kein Sturm, kein Regen oder Feuer. Das Ding ist wie festgenagelt. Da gebe ich dir recht, der 50-Cent-Bereich, das ist unser, ne? Das ist absolut unser Bereich. Da geht nichts dran vorbei. Transatlantic, ich muss noch 23 Jahre arbeiten, wenn nicht irgendwas passiert. Ja, ich muss leider sagen, da bist du leider im falschen Markt drin, ne? Weil die 23 Jahre wirst du leider nicht mehr arbeiten müssen. Aber es liegt natürlich an deiner Person, ne? Wie du das da machst. Crispy Feed, leider habe ich den Schmutzcoin XRP und andere ganz dreckige. Ja, dann tut es mir leid, du wirst leider nicht 10 Jahre bis 50 noch arbeiten müssen. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen dann. Seidenblitz, wie viel ist Shiba Inz schon gestiegen? Shiba Inz kenne ich nicht. Ich kenne Shiba Inu. Meinst du Shiba Inu? Startrampe, ich habe nach jetzigem Stand noch 9 Jahre zu buckeln, aber so lange halte ich nicht durch. Und in den momentanen Job eh nicht. Deshalb mal eine Kerze nach San Francisco schicken, damit David den Schalter findet. Ja, ich kenne das gut. Seidenblitz, abonniert auf Stufe 1. Dankeschön zum 8. Mal schon. Androdon, moin zusammen. Ah, Mr. Crypto, im Hintergrund wühlt er wieder rum hier. Gerade eingetroffen, ehemaliger PayPal-Chef sagt Bitcoin, nee, weg damit.
Bitcoin Lightning als zukünftige Norm für Unternehmenstransaktionen voraus. Ja, ich würde mal sagen, er sollte nicht so viel rauchen, ne? Ganz ehrlich, sorry. Nein, nein, kann ich mir absolut nicht vorstellen. Aber man muss auch natürlich bedenken, das Bitcoin Lightning Netzwerk, das muss regulatorisch Klarheit haben. Das muss gesetzliche Klarheit haben. Dass vielleicht das Unternehmen untereinander verwenden. Ne? Damit meine ich jetzt natürlich jetzt, wenn Mercedes zum Beispiel hier in Bremen nach Mercedes in Sindelfingen, sprich nach Baden-Württemberg, was transferiert. Okay, sowas könnte ich mir vorstellen. Interne Transaktionen von Unternehmen. Aber Vermögenswerte transferieren über grenzüberschreitende Maßnahmen und dann natürlich noch über das Finanzsystem niemals. Das wird nicht kommen. Das tut mir leid. Ich würde es dann natürlich auch freuen, wenn das funktionieren würde und dass es gemacht wird, aber nein. Olli, auf der einen Seite werden hohe XRP-Kurse beschworen und jetzt ein Mega-Crash. Ich komme nicht klar. Wie passt das zusammen? Wann könnte USDT crashen? Direkt 26? Direkt nach dem Bullenmarkt gehe ich davon aus. Und wie ich schon immer sage, wenn XRP in der Verwendung ist, wird selbst so etwas XRP nicht jucken. Kryptogärtner, ich muss morgen noch arbeiten. Hab somit nichts zu tun. Transatlantic, naja, so ein bisschen Rasenmähen auf dem Friedhof könnte ich mir dann schon 2 Tage in der Woche vorstellen. Natürlich, man darf nie aufhören zu arbeiten. Man kann nur entspannter sagen und sagen, warum 40 Stunden, 80 Stunden oder 120 Stunden, wenn man zum Beispiel auch lieber nur so 10 Stunden pro Woche arbeitet. Ne? Ganz entspannt und man muss es nicht mehr, ist auch okay. Livitz, kommt der Stablecoin schon Juli raus von Ripple? Das wissen wir nicht. Wir werden im Juni erfahren, nicht Juli, sondern Juni werden wir erfahren, wie es weitergeht. Und so lange, na gut, ist ja nicht mehr lang, ne? 1 Monat. Transatlantic, man braucht ja Krankenversicherung. Ja, aber die kann man auch selber zahlen dann. LQ17, die großen Jungs wissen genau, dass der Markt voll mit Amateuren ist. Dann wird der Markt schön gepusht und lassen ihn wieder fallen. Amateure gehen raus, ihr Geld fließt in die Taschen der Großen. Wenn es wieder steigt, sind die Amateure wieder da. Das ist Krypto. Bingo, genau so ist es. Die Schwachen verlieren ihr Geld, die sagen, ich habe Zeit, ich habe Geduld, alles entspannt, die machen die Kohle. Mr. Crypto MC, so habe ich eben mit PayPal auch gelacht. Ja, das ist geil. Und wenn man vielleicht ein bisschen nachforscht, dann ist der Typ bestimmt bei einem Bitcoin-Unternehmen dabei. Von daher, naja, ich mache mir da keine Sorgen. Seidenblitz, ich habe sowieso 6-Monats-Abo. Aber es sagt halt Teil, dass jeder sieht. Okay, Dankeschön trotzdem. Limits, wird dann der Crash von Tether XRP beeinflussen? Wenn XRP nicht in der Verwendung ist, die wir uns ja vorstellen, dann ja. Das muss man ganz klipp und klar sagen. Wenn XRP natürlich in der Verwendung ist, alleine nur mit grenzüberschreitenden Zahlungen bei Banken, wird es ihn nicht jucken. Nicht ansatzweise. Der wird vielleicht, wenn das rauskommt, mal kurz zocken. Aber der wird weiter steigen dann. Oder erstmal stabil bleiben auf einem gewissen Niveau. Aber er wird nicht stark fallen. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Weil du musst dir immer vorstellen, wenn jetzt global die Banken dann natürlich damit arbeiten. Die arbeiten ja nicht damit, sie arbeiten ja mit Ripple Payments. Aber wenn über den XRP-Ledger gewisse Vermögenswerte natürlich transferiert werden von der Finanzwelt, den Banken zum Beispiel, dann muss der XRP-Kurs ja eine gewisse Höhe haben, damit das alles reibungslos verläuft. Und ich gehe ganz stark davon natürlich auch aus, dass Ripple auch Sicherheitsfunktionen eingebaut hat, die den Preis tatsächlich auch stabil halten können. Deswegen mache ich mir bei XRP keine Sorgen. Und selbst wenn XRP, sagen wir mal, ab morgen kommt schon der Tether-Crash und XRP rasselt runter, so wie alle. Ganz brutal natürlich auch.
Und da reden wir nicht von 5 bis 10%, da reden wir wirklich von 30, 40, 50% an einem Tag. Sollte es das uns stören? Also mich persönlich würde es nicht stören, auch bei den anderen Kryptos nicht. Natürlich werde ich auch fett im Minus sein. Aber alles, was runtergeht, geht auch hoch. Und es würde dann wirklich viele Coins und Token natürlich rausspülen, wo man wirklich sagen könnte, okay, da steckt nichts hinter. Die haben auch keine großen Partner, wie die ganzen Mimi-Coins. Shiba Inu ist bei mir raus, das wisst ihr. Ne? Das ist kein Mimi-Coin für mich mehr. Taucher, hallo MC. Denkst du, dass ich im Mai 25, wenn ich in Rente gehe, schon etwas Schönes auf mein XRP-Konto sehen werde? Es kommt ja immer drauf an. Startet die Verwendung jetzt im Juni? Solltest du im Mai 25 was Schönes da sehen? Startet sie aber, ist Weltglück da? Ich glaube ja. Startet sie erst später? Also wenn es dieses Jahr nichts wird mit dem Start, dann wird 25 ganz gewaltig heiß. Weil wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie erst Ende November mit dem Start des XRP-Ledgers im Finanzbereich wirklich loslegen. Das wäre absolut nicht logisch. Wäre auch nie, sehr unintelligent. Die müssen vorher schon nur starten. Aber es könnte sein, dass du im Mai dann vielleicht doch positiv überrascht bist. Seienblitz, heute habe ich mir eine Melitta-Kaffeemaschine gekauft mit Mühle. Sehr genüsslich, der Kaffee. Ist geil, ne? Ist besser als Filterkaffee. Startrampe, hab euch ja noch gar nicht meinen Traum letzte Nacht erzählt. Oh, wenn es jetzt pervers ist, dann sorry. War beim Doc. Also nicht Doc Azzarola, okay. Und man wollte mir Blut abnehmen. Da hat die MTA festgestellt, dass meine Vene ein X bilden. Olli, ich möchte so gern einen Mercedes C-Klasse Kombi, 6 Jahre alt. Kann ich mir den in 3 Jahren kaufen durch Bullenmarkt? Es kommt drauf an, wie du verkaufst. Das liegt ja an dir. Das kann ich dir nicht sagen. Wenn du sagst, okay, Coin XY, den du hast, der ist um 100% gestiegen, ich gehe raus, der Bullenmarkt fängt erst gerade an, dann ist das so. Levitz, dann kaufen wir XRP bei 0,01 Cent. Oh, das wäre geil. Aber nee, leider so tief wird er nicht fallen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Mr. Crypto, kennen wir das? Huch, das ist ja schon wieder ein Ripple-Partner. Huch. Muffgebank. Nein, würde ich jetzt so nicht sehen, ne? Dass das ein Ripple-Partner ist. Ach, Muffbank und Credit Agricole schließen erste ESO 2022 Konformzahlung für Chips ab. Oh, Chips? Großbritannien. Die ersten Zahlungen im ESO 2022 Nachteninformation im Chips-Netzwerk wurde von japanischen Finanzinstitut Muffbank und dem europäischen Finanzinstitut Credit Agricole Investment Bank durchgeführt, teilte die Clearinghouse in einer Pressemitteilung am Mittwoch mit. 17. April? Das ist vom 17. April. Ach so, okay. Ja, das ist wieder so der Grund, warum ich sage, Leute, ne, direkt und indirekt eben halt. Direkt wird wahrscheinlich nicht viel bei Ripple angeklopft. Aber indirekt durch die Partnerschaften eben wird alles über den XRP-Ledger laufen, ob man will oder nicht. Es tut mir ja leid. Es ist einfach Fakt. Und wer es nicht glauben möchte, wartet einfach ab. Wartet einfach ab. Jetzt kommst du aber hier, Krypto, ne? Mr. Krypto. Singleware, wenn USDT crasht, würde ich sicher nachkaufen. Ja, hundertprozentig. Dann verkaufe ich meine Leber, meine Niere, ist mir scheißegal. Ich werde alles reinstecken, was ich habe dann. Aber das würde ich tun. Ne? Das heißt nicht, von wegen, ihr müsst dann kaufen, um Gottes Willen. Olli, könnten wir jetzt bitte aufhören, von USDT-Crash zu reden? Ich wache heute Nacht schreiend und weinend auf, aber sonst bin ich stabil. Ich weiß, warum du weinend und schreiend aufwachst. Weil du dich freuen würdest. Olli, reicht euch nicht mein Kummer auf dem Kriechboden? Warum Kummer? Das ist eine mega Gelegenheit für jeden dann im Endeffekt. Klar sieht das scheiße erstmal aus. Für unsere alle Portfolios. Aber im Endeffekt ist es eine mega Gelegenheit.
Single wäre, dann kaufe ich XRP für 10 Cent. Ja. Seinblitz, war das ein Scherz, dass du in Thailand gewohnt hast oder es war, hatte nur Urlaub in Thailand, 2 Wochen in Phuket? Nein, ich habe nicht in Thailand gewohnt, in Japan. In Thailand war ich auch kurz für 2 Wochen, habe ich mir angeguckt, aber ja, ich weiß nicht, die Kultur ist nicht so meins gewesen. Im Urlaub dazu machen, ja klar, aber ich habe mich da nicht so heimisch gefühlt, deswegen bin ich weiter dann gezogen. Mr. Crypto, ja, heute sind die News wenig, gab nichts Großes, ja, muss ja auch nicht immer, ne? Wie gesagt, also ich hatte fast gar nichts gefunden erst und dann habe ich ein bisschen intensiver mal geguckt, auch auf Twitter dann, auf Plattform X. Und dann habe ich natürlich ein paar Sachen gehabt. Kryptogärtner Lord Brett Garlinghouse, weiß er nicht, wann der US-Staat gegen Tether vorgehen wird. Wird das dann die SEC sein? Oder wer ist dafür zuständig in den USA? Vielleicht ist das ja auch, vielleicht ist das ja schon abgesprochen, wenn Brett das schon weiß. Nein, es gibt doch diese andere Behörde. Wie hieß das noch? CF? Die normalerweise für digitale Währung ja auch zuständig ist. Aber die teilen sich das mit der SEC und die lassen die SEC nämlich die Drecksarbeit machen. Da gibt es noch eine andere Behörde. Ach, mir fällt der Name wieder nicht ein. XRP Heiko, schönen Abend noch. Wir gehen noch eine Runde raus. Bis Montag dann. Wünsche ich dir natürlich auch und genieß natürlich noch das Wetter. Mal gucken. Aber mir sieht es auch noch recht gut aus eigentlich. Olli, du warst echt in Japan. Wie lange denn? Ein Jahr. Danach bin ich wieder zurückgekommen, weil mein Vater hatte Parkinson gekriegt. Und habe ich mich um den gekümmert ein bisschen natürlich auch. Seinblitz. Achso, Japan. Sanremo, ich brauche den Crash nicht mehr. Von mir aus könnte der Markt schon heute Nacht explodieren. Ich glaube, das sehen wir mittlerweile alle so. Aber hey, ganz ehrlich, ich bin tiefenentspannt. Lass es kommen, wie es will. Entweder es geht massiv nach oben durch den Bullenmarkt, bei XRP natürlich durch die Verwendung, bei XCC natürlich durch die Verwendung, also bei den ganzen X-Coins natürlich nur durch die Verwendung. Aber alles andere, und wenn es runter geht, dann geht es runter. Ne? Also ganz ehrlich, da mache ich mir auch keine Gedanken. Meine Coins sind gesichert. Sind nicht auf Börsen, da wird nichts passieren, also. Samir, XRP, hallo XRP-Leute, es läuft alles nach dem Plan. Schon längst ist alles ausgemacht und geplant. XRP-Ledger ist Zukunft, betreffend Finanzsystem. Es wird viel wegen XRP-Preis geredet, aber es ist eine mysteriöse Situation. Liebe Grüße, Samir. Da gebe ich dir recht, das ist natürlich schon seit Jahren. Ich gehe sogar davon aus, dass es vor 10 Jahren begonnen hat mit der Planung schon. Und der Plan wird einfach umgesetzt. Singlebär, ich mag Thailand, besonders Koh Samui, die kleine Insel. Für mich ein Fressparadies. Ja, um Urlaub zu machen, ist Thailand auch Bombe. Ne? Aber um da zu leben, weiß ich nicht. Da kam nie das Gefühl so rüber und nee, bin ich weitergegangen. Johannes, war inforeich heute. Danke und gute Nacht. Ich wünsche allen einen schönen Sonntag. Wünsche ich dir auch. LQ17, bin mega bullish auf Alchemy mit ihrem Road, mit ihrer Ramp-Lösung von 4 Zahlungen im Kryptomarkt. Die sind doch momentan konkurrenzlos, oder? Also, wenn ich sowas wie Konkurrenz sehen würde, dann wäre es noch Tailcoin. Aber die sind längst nicht so weit wie Alchemy Pay, ne? Alchemy Pay ist wirklich bei ihrem System einwandfrei auch, man könnte sagen, im Endeffekt konkurrenzlos, ja. Und er könnte natürlich noch einen enormen Kursanstieg bekommen. Ne? Also das, was jetzt ist, spielt keine Rolle. Es wird noch richtig, richtig groß werden, das System. Olli, ich schließe mich dem an. Ich brauche nichts, Crash. UKA, US Community Future Trading Kommission. Richtig, CFTC sind das. Die sind normalerweise für den Kryptomarkt nämlich auch zuständig. Nur die haben sich irgendwann mal das mit der SEC geteilt und die machen nur die Drecksarbeit. Ne? Weil die mittlerweile sind die beiden Behörden nämlich auch im Clinch.
Weil die sehen das natürlich ganz anders, die Blockchain-Welt und Kryptowelt, als die SEC. Aber es ist nun mal jetzt ja. Die sollen auch mehr Befugnisse wieder kriegen als die SEC darüber. Zingelmeier würde mir die Hände reiben, wenn USDT crashen würde. Würde nicht richtig shoppen gehen. Abwart, dann kommt der Single raus aus sich und oh, jetzt können wir einkaufen gehen. Geil. Ja, aber dann müssen wir auf den nächsten Bärenmarkt warten. Ne? Und davor ist noch der Bullenmarkt. Ich gehe wirklich aus erstem Bärenmarkt nächstes Mal. Olli, wann geht das denn endlich wieder nach oben mit Veracity? Warte ab. Warte ab. Lass ihn noch ein bisschen fallen, mein Gott. Alles gut. Du hast sie aber sicherlich nie auf Börse liegen, oder? Limits, denke, nächste Woche ist der XRP Ledger 2.2 da. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Mein Zeitplan ist ziemlich in Nöten. Ne? Weil ohne 2.2.0 kommt Xchain Bridge und DIT nicht auf den XRP Ledger. Und das brauche ich dringend. Mr. Crypto, die BRICS-Mitglieder China und Russland ziehen die Fäden in der Hand. Um die Welt aus den Fängen der US-Dollar zu befreien. Die chinesische Präsident Xi Jinping sagte kürzlich in einer Pressekonferenz, dass die Tage der Schikanierung der Welt durch die Vereinigten Staaten zu Ende gehen. Diese Aussage könnte berechtigt sein, da es den BRICS-Staaten gelungen ist, andere Entwicklungsländer davon zu überzeugen, den US-Dollar aufzugeben. Gebe ich ihm im Endeffekt auch recht. Es wird natürlich noch dauern. Ne? Man kann nicht sagen, von wegen, okay, dieses Jahr alle werden den US-Dollar wegnehmen. Nein. Es ist natürlich fraglich. Sind die besser? Kann man nicht beurteilen. Auch wenn es natürlich politisch gesehen Kommunisten sind, aber es läuft auch bei denen. Ich weiß, Menschenrechte, bla bla bla. Lassen wir das mal weg. Sind die besser als die USA mit dem Dollar? Das werden wir in Zukunft sehen, natürlich. Wir stecken natürlich als Europäer genau dazwischen. Das Einzige, was wir natürlich positiv sehen können, wenn natürlich Mr. Trump an die Macht kommt, der hat sich ja mit der Seite mit China und Russland, ja gut, China nicht so, aber mit Russland gut verstanden und mit anderen BRICS-Staaten. Man muss abwarten, wie die Situation dann ist. Ne? Wenn natürlich der nächste US-Präsident da oben ist und nicht der Mann, wo er nicht weiß, wie er von der Bühne runtergeht zum Beispiel oder nicht mal weiß oder raushaut, dass wo er angetreten ist, die Inflation so hoch war, obwohl es ja niedrig war, muss man mal gucken, wie dann die Welt darauf reagiert. LQ17, Alchemy Pay hat ja Partnerschaften, das ist gigantisch, gehen so ähnlich vor wie Ripple. Ja, und das Schöne ist, dieses Jahr will Alchemy Pay ja noch mehr Lizenzen auf der Welt sich aneignen, um natürlich ihr System noch mehr zu verbreiten. Ne? Also wie gesagt, Alchemy Pay ist wirklich ein Rohdiamant, ja, könnte man sagen. Ne? Also Alchemy Pay, Single Bear, da gebe ich dir recht, Alchemy Pay ist echt ein Rohdiamant. Mit geringen Marktkapitalisierungen sogar noch, ja, das stimmt. Also ich halte wirklich sehr viel davon. Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass er in naher Zukunft auch 10, 20 Dollar Wert erreichen könnte. Ne? Aber nicht in diesem Bullenmarkt. Sanremo, ich bin anderer Meinung. Denn nach dem Bullenmarkt ist USDT sicher wieder gedeckt durch ihre Investment in Bitcoin. Darum könnte es durchaus sein, dass der Crash spätestens in der Mitte des Bullenmarktes kommen kann. Pass auf, ich kann mir vorstellen, dass das sogar den Bullenmarkt wegbringt und den Bärenmarkt einläuten wird. Ich denke nicht, dass sie so clever sind und das Geld, was sie durch Bitcoin-Verkäufe machen, in die Deckung stecken werden. Die sind nicht so clever, die Jungs. Ich habe die ein paar Jahre ja auch ein bisschen intensiver beobachtet und habe mir immer gedacht, warum sind solche Idioten da oben, ganz ehrlich. Ich denke nicht. Startrampe, Alchemy muss ich noch aufstocken. Morgen mal die Kurse checken. Bräuchte noch so viele Coins. Ja, du kannst aber nicht alle haben, mein Schatz. Ne? Sei zufrieden mit dem, was du hast. Und hier und da vielleicht ein bisschen was aufstocken. Limits, niemals MC. Die sind vielleicht sogar noch schlimmer. Gibt es denn niemanden, der normal ist? Du, ganz ehrlich, ich sehe die BRICS-Staaten nicht als so schlimm an. Ne? Da gucke ich immer in der Vergangenheit natürlich. Und jetzt guck mal hin, wie in den letzten 50 bis 60 Jahren die BRICS-Staaten sich benommen haben.
Und dann guck dir mal an, wie sich eine andere Nation, die auf der Karte links von uns über den Teich sich benommen hat. Ich sehe die nicht so gefährlich und aggressiv wie der Nachbar von der anderen Seite vom Teich. Tut mir leid. Aber wie gesagt, das ist ja meine Meinung, du hast eine andere Meinung, ist auch okay. Sanremo, das würde den Bullenmarkt schlagartig beenden. Ja, das stimmt. Deswegen, ich denke, das wird strategisch gemacht und auf dem Höhepunkt des Bullenmarktes, damit es rasant nach unten geht dann. Nicht wie das letzte Mal. Ist dir schon mal aufgefallen, der Bullenmarkt ging ja ungefähr bis November. November, Dezember kann man sagen. Und dann ist es nur Stück für Stück immer wieder runtergegangen mit kleinen Hoffnungsschimmer nach oben. Das wird diesmal rasant runtergehen dann. Sehen wir ja, BRICS-Staaten brauchen sicher keine 5 Jahre, um die USA vom Platz 1 abzulösen und die neue Weltwährung einzuleiten. Sehen wir ja. Oder auch alle anderen. Es wird wahrscheinlich keine neue Weltwährung geben, weil du brauchst im Endeffekt mit der Technologie vom Ripple brauchen wir keine Weltwährung. Wir brauchen eine Weltbrückenwährung. Die wird natürlich digital sein und die hat nun mal ein X als Symbol. Das wird kommen. Die Zeit mit Weltwährung ist vorbei. Diesen Scheiß braucht keine Nation mehr. Diego XRP, hi zusammen. Sanremo, die Rettung für uns könnte sein, wenn der Stablecoin von Ripple zeitnah kommt und Platz 1 übernimmt, bevor der Bullenmarkt heiß läuft. Ja, es kommt aber auch darauf an, in wie viel Ripple dann natürlich Geld reinsteckt, um den zu decken, um natürlich genug Stablecoins auf dem XRP-Ledger von sich selber natürlich zu haben. Ne, weil ich glaube nicht, dass Ripple anfängt mit dem Stablecoin und 1 Milliarde, ich weiß ja nicht, wie der heißt, aber den Stablecoin von Ripple herstellen wird. AQ 17, ja, USDT geht nicht auf Null. Wenn der nur 20% gedeckt ist, fällt er 80% und mit ihm der Markt. Dann wird wieder weiter manipuliert mit USDT Richtung Bullenmarkt 29. Das denke ich nicht, dass sie nach diesem Bullenmarkt weiter damit manipulieren können. Aus dem einfachen Grund Regulierung. Bis dahin ist die Welt reguliert. Sanremo, Platz 1 im Stablecoin-Markt, meinte ich. Ach so. Ja, das könnte tatsächlich dann den Ripple Stablecoin auf die Nummer 1 schießen. Aber man muss auch gucken, wie USDC reagieren wird, ne? Weil im Moment ist das für mich der einzigste Bomben-Stablecoin, ne? Das ist wirklich Bombe. Levis, MC, ich meine nicht, dass das Land auf der linken Seite gut ist. Ach so, wenn es Unruhe auf der Welt gibt, dann dank denen. Aber nicht rechts, sondern weiter rechts auf der Karte, in der es den Sozialscore gibt und die Millionen Uiguren komplett unterdrückt. Weiß nicht, ob die besser werden. Das Land eher, meine ich nicht. Ich weiß, du meinst die Leute, die gerne Reis essen. Kann ich schlecht beurteilen, weil der Chinese im Endeffekt, was Konflikte betrifft, sich in der Welt mehr zurückhält. Wenigstens im Vordergrund. Was im Hintergrund passiert, können wir ja nicht so erahnen. Was er natürlich in seinem Land selber macht. Gut, überlegt mal, wie Europa war, ne? Und nur durch blutige Kriege und alles hat sich das zu dem entwickelt, was es eben jetzt ist. Auch muss ich ja leider zugeben, ich bin ja absolut nicht religiös. Religion, egal welche Richtung, ist mir Wumpe. Aber auch eben halt auf christlichen Werten aufgebaut. Auch blutige christliche Werte, ne? Und wenn man sich dann das Land anguckt, wo die Leute gerne Reis essen, guck dir mal an, wie die Geschichte ist. Es war schon immer so. Jetzt heißt es nur Präsident. Früher war es Kaiser bei den drüben, ne? Diese Entwicklung bei dem Land hat eben halt gefehlt wie in Europa. Man hat es versucht, aber wie du schon auch gesagt hast, ne, das ist auch sehr blutig gewesen, aber es hat sich nicht weiterentwickelt im Endeffekt in dem Bereich.
Singapur, ich finde es klasse mit den BRICS-Staaten, weil ja nicht ein Land alleine die Macht hat, sondern mehrere Länder wie Russland, Indien, China und viele weitere Länder. Zurzeit sieht es so aus, Single, da gebe ich dir absolut recht. Zurzeit sieht es aus, als wenn das ein Top-Kollektiv ist, wo jeder seine Stimme hat und die gemeinsam entscheiden. Was natürlich später kommt, muss man natürlich sehen. Aber im Moment sieht es wirklich danach so aus. Mr. Crypto, Coin Market Cap. Terra Luna Classic, USDC, aus dem Luna Foundation Guard entfernt. Scheiße. Oh Mann. Nicht gut. Nicht gut. Fordern Sie sofort. Nee, was soll ich damit? Terra Luna Classic und USDC Token wurden aus dem fälschlicherweise im Umlauf befindlichen Angebot von Luna Foundation Guard entfernt. Luna Classic und USDC Preis springen. Terra Luna Classic Ökosystem Token verzeichnet am Samstag einen massiven Preisanstieg, da 1,85 Milliarden USDC und 222 Millionen Luna Classic Token in der Luna Foundation Guard aus dem Umlauf entfernt wurden. Echt, er ist hoch gestiegen. Ich habe gar nichts mehr angeguckt. Das ist der Preis um 10% gestiegen, USDC um 18%. Okay. Der Schritt erfolgte, da das Konto seit fast 2 Jahren inaktiv ist. Ach, die verbrennen dann einfach, wenn die Konten inaktiv sind. Okay. Na denn? Dankeschön. Samir XRP. XRP wird mit dem Gold zugedeckt. Nein. Du musst bedenken, es sind 100 Milliarden XRPs. Das heißt, du musst Gold hinterlegen. Mit 100 Milliarden wert. Das werden sie nicht machen. Das werden sie einfach nicht machen. Außerdem würdest du ja XRP als Stablecoin machen. Und wenn du natürlich einen höheren Kurs brauchst, musst du wieder mehr Gold einkaufen, um den Kurs natürlich höher zu kriegen. Es ist ein wunderschöner Gedanke, ne? Ich habe auch viel darüber nachgedacht und auch viel recherchiert. Es ist natürlich machbar, aber das wird Ripple nicht machen. Das werden auch die Partner nicht machen. Sanremo, warum nicht? Das könnte durchaus zum Plan gehören. Nein. LQ17, ja, Regulierung ist das Zauberwort, aber denke, das geht noch 4, 5 Jahre mit der globalen Regulierung. Nee, die sind so schnell geworden, da reden wir von Politikern, ne? Weil Politiker entscheiden das ja eben halt in den Ländern. Ich denke 2, 3 Jahre noch, dann wäre die Welt komplett reguliert, was komplett alle Blockchains betrifft. Startrampe, das einzige Gute bei BRICS ist, dass da auch Staaten dabei sind, die sich eigentlich nicht freundlich gesinnt sind. Richtig, die sind gezwungen, das ist ja auch das Geile, da gebe ich dir recht, die sind ja gezwungen, sich an einen Tisch zusammenzusetzen, wo sie sich lieber eigentlich jeder eine Knarre an den Kopf hält und abdrückt, ne? Deshalb hoffe ich, dass es nur wirtschaftliche Natur sein wird, das Bündnis. Nein, zurzeit ist es natürlich wirtschaftlich. Da gebe ich dir recht. Ne? Und natürlich der große Feind US-Dollar. Levi, ist komisch, MC. Regier du uns doch. Im positiven Sinne meine ich es. Levi, jetzt ganz ehrlich, ich wäre falsch. Ich wäre wirklich jetzt nicht ein falscher Mensch, aber ich wäre für viele Menschen in Deutschland oder in Europa nicht gut. Weil ich würde tatsächlich das Gesetz der Europäischen Union durchsetzen. Ich würde das Gesetz der Nation, wo ich an der Macht bin, durchsetzen. Und da würde ich ohne Skrupel und ohne irgendwelche, ach ja, wir drücken Auge zumachen. Es gibt Gesetze in jedem Land, die müssen einfach eingehalten werden. Wer es nicht tut, ist für mich nicht gut für die Bevölkerung in dem Land, wo man regiert. Und ich kann nur jetzt Deutschland, weil ich ja ein bisschen die deutschen Gesetze ja auch kenne und ich muss sagen, die ganzen Regierungen, die letzten 20, 30 Jahre dran waren, ich frage mich, warum dieses Land eine Gesetze hat. Dieses Land hat gute Gesetze. Nur die werden nicht durchgesetzt von der Regierung, die wieder natürlich bei den Gerichten ein Machtwort hat und sagt, nee, nee, kommt mal ein bisschen runter wieder. Guckt euch mal die Gesetze an. Ich verstehe es nicht, warum die nicht durchgesetzt werden. Aber ich wäre derjenige, der würde die mit Härte durchsetzen. Dafür sind die da, die Gesetze.
Und wenn man sich nicht dran hält, kriegt man auch die volle Härte des Staates eben zu spüren. Symphonikus, guten Abend, Marcello. Hoffentlich war meine Frage noch nicht dran. Auf X wird viel Werbung für den CTF-Token gemacht. Was ist das und was hältst du davon? Vielen Dank. Ganz ehrlich, CTF-Token, ich habe keine Ahnung. Ich habe mir das nicht angeguckt. Ich habe keine Werbung gesehen auf X. Kann ich dir nicht sagen. CTF, kriegen wir den vielleicht hier rein? CTF. Crypto Trading Funk? Polygon? Nee, CTF, ja, das wären die beiden hier. Kann nicht sein. Du, ich kann es dir nicht sagen. Und null Plan. Singleware, Asien und besonders China haben noch extremes Wachstumpotenzial in den nächsten 50 Jahren. Ja, natürlich. Da muss auch noch viel aufgeholt werden. Man muss auch bedenken, China ist ja immer noch, zwar ist es die zweitstärkste Wirtschaftsmacht ja geworden, aber wenn es so um Infrastruktur und Co. geht, da muss noch viel, viel aufgeholt werden in China. Ne? Die sind zwar schon gut dabei die letzten Jahre, aber da ist noch viel zu machen. Mr. Crypto, haben die etwas mit Ripple zu tun? Finexity plant die Anwendung des DLT-Pilotregimes Partner von Cashling. Cashling, ja. Sorry. Finexity gab heute in Zusammenarbeit mit dem deutschen DLT-Feintech Cashling bekannt. Finexity ist vor allem für Tokenisierung von Immobilien bekannt, obwohl es sein Angebot an Vermögenswerten um Edelmetalle, Sammelstücke wie Oldtimer, oh Sanremo, vielleicht was für dich, und andere Vermögenswerte erweitert hat. Es hat auch einen außerbörslichen OTC-Sekundärmarkt. Zusätzlich zu der Partnerschaft mit Cashling wurden Pläne bekannt gegeben, da eine Lizenz zur Teilnahme als Austausch- und Abwicklungssystem DLT-TSS im Rahmen des DLT-Pilotregimes zu beantragen. Dadurch werden bestimmte Regeln aufgehoben, wie zum Beispiel die Möglichkeit des Verbrauchers direkt an Börsen teilnehmen können. Okay. Aber Cashling, ich meine, die haben auch Verbindung zu Ripple und sind auch, glaube ich, Partner. Samir, XRP, danke MC, habe ich mitbekommen. XRP und Gold, aber okay. Vielen Dank MC für die Erklärung. Liebe Grüße. Da nicht für. Ne, es könnte natürlich passieren, aber ich halte es eher für sehr unwahrscheinlich. Singleware, Gold ist eigentlich der sicherste Wertspeicher, wenn sowas wie den USDT crashen geben würde. Würde Gold und Silber sicher noch mehr an Wert steigen? Natürlich, du musst auch bedenken, dass natürlich in der Kryptowelt ein wahnsinniger Vertrauensverlust dadurch natürlich entstehen könnte. Levels MC, so wie der Präsident aus Kolumbien, der es knallhart durchgezogen hat. Du, ganz ehrlich, es gibt Gesetze, entweder du hältst dich dran oder du kriegst eben halt ja, einen zwischen die Beine. Ne? So würde ich auch handeln, ganz ehrlich. Es tut mir leid, aber um eine Gesellschaft in ihrer Ordnung zu halten, muss man sich eben an die Gesetze halten. Und wenn ein Staat es nicht macht, und das sieht man ja hier in Deutschland immer mehr, dann kriege ich langsam das Gefühl, dass wir in Anarchie verfallen. Und das ist das Schlimmste, was passieren kann. Es tut mir ja leid. Der Mensch braucht Regeln, woran er sich halten muss. Wir wissen alle, was passiert, wenn der Mensch keine Regeln hat, wie bekloppt er ist. Sanremo, ich meinte nicht, dass es mit Gold gedeckt wird. Das wird niemals passieren. Ich meinte, dass der Ripple Stablecoin den ersten Platz mit Stablecoin-Markt übernimmt und der Crash von USDT früher kommt. Und Ripple kann auch 1 Milliarde in den Stablecoin pumpen. Kostet ja sie ja nichts, solange der Bedarf vorhanden ist. Ja gut, das stimmt schon, aber ich denke nicht, dass sie am Anfang gleich volle Pulle, wenn der rauskommt, auf 1 Milliarde hochsetzen. Dass sie das mit der Zeit natürlich hochsetzen, über Monate oder über Jahre, müssen wir sehen. Das denke ich auch, ja. Und dass er Platz 1 wird, ja, ich weiß nicht. Ne? Ich schätze mal, die werden sich mit USDC vielleicht. Da muss man wirklich abwarten. Also von USDC halte ich ja ziemlich viel von dem Unternehmen auch Zirkel. Aber
Ja, da kommt mir wieder sowas, ne? Ripple bringt die Nachricht raus mit dem Stablecoin und wer gratuliert als erstes? Zirkel. Mit dem USDC-Stablecoin. Da denke ich mir auch schon mal, was soll das denn? Warum gratuliere ich der Konkurrenz, ne? Normalerweise müsste ich sagen, verpisst euch. Aber okay, die haben Ripple tatsächlich damals, oder was heißt damals, vor ein paar Monaten, gratuliert, dass sie auch ihren Stablecoin rausbringen wollen und mit in den Markt kommen. Das hat mich so ein bisschen aufhorchen lassen, ne? Ich würde doch niemals meinen Konkurrenten gratulieren dazu. Uka, hab mir den Rainbow Chart nochmal angeguckt. Der Top bei Bitcoin ist immer von Halving zu Halving etwas geschrumpft. Wenn das so weiter verläuft, könnte der Top bei Bitcoin Mitte, Ende 25 bei 140, 185.000 sein. Könnte passieren, ja. Ich gehe sogar. Wie gesagt, wenn wir Glück haben, gibt es noch eine Pumpe auf 200.000, vielleicht 250.000. Es kommt aber auch immer wieder darauf an, wie die wirtschaftliche Lage der Welt ist, ne? Das spielt auch ein großer Faktor natürlich. Sanremo, um einen USD-Stablecoin auf den Markt zu bringen, muss er mit US-Dollar gedeckt sein und nicht mit Gold. Es geht ja um XRP, es geht nicht um den Stablecoin, Sanremo. Der USD-Stablecoin, klar, der muss mit Fiat-Geld gedeckt sein. Ich habe da mal ein Buch von George Friedman gelesen, namens Die nächsten 100 Jahre. Er meinte, dass es China nur noch aufgeteilt geben wird. Die Weltmächte werden folgende Nationen sein: Japan, Polen, USA, denke ich nicht, und die Türkei. Mal schauen, wie das geschehen sollte. Naja, man muss bedenken, ich weiß jetzt nicht, wie weit das in der Türkei ist, aber Türkei kriegt ja ihre Schiffrechte zum Beispiel wieder. Und Türkei soll ja auch, was ja sehr begehrt ist, für die Batterieherstellung wahnsinnige hohe Vorkommen haben. Von daher, also mich wundert sowieso, muss ich ganz ehrlich sagen, dass die Türkei wirtschaftlich so schwach ist, ne? Dass die Wirtschaft so lange schon am Boden ist bei denen, weil. Eigentlich haben sie die besten Voraussetzungen, gerade weil es so der Dreh- und Angelpunkt ist zwischen Asien und Europa, wo Türkei perfekt strategisch liegt, wirtschaftlich auch. Also ich gehe davon aus, dass es in der Türkei wahnsinnig viel Korruption gibt und muss man leider sagen, und viel Geld geklaut wird. Ne? Weil für mich ist es ein Unding. Polen, weiß ich nicht, wie man darauf kommen kann. Japan, ja, könnte ich mir auch gut vorstellen. China, ich weiß nicht, ob das geteilt wird. Ne? Man weiß genau, wenn in dem Land irgendwie Revolution oder irgendwie eine Teilung nur gedacht wird, kommt das Militär. Ne? USA, es kommt darauf an, wie es geführt wird. Ne? Wenn sie wieder so einen Präsidenten wie der jetzige dran ist, muss ich leider sagen, oder Obama war auch ein sehr schwacher Präsident, tut mir leid, das sagen zu müssen, denke ich nicht, dass das passiert. Mr. Krypto Polen. Ja, Polen ist so eine Sache, wo ich mir denke, wieso? Aber okay, lassen wir uns mal überraschen. Werde ich ja sowieso nicht miterleben, ne? Limits, ja, die sind militärisch schon stärker geworden. Naja, gut, stärker im Gegensatz zu was? Ne, man hat ja schon herausgefunden, Liechtenstein und Schweiz, tut ihr euch zusammen, könnt ihr Deutschland übernehmen. Singleberg, keiner will den US-Dollar als Weltwährung haben. Erst recht nicht, wo der Staat mit 35 Billionen Dollar Trillion quasi zahlungsunfähig ist. Ja, aber wie gesagt, mit Ripple-Technologie brauchst du diesen Schwachsinn mit Weltwährung nicht mehr. Jede Nation kann endlich das, was gut ist, in ihrer eigenen Währung handeln. Mr. Crypto, hier ist auch unten ein Video dabei, das solltet ihr euch mal anschauen. Kannst drauf drücken, muss man erst starten, das Video, keine Sorge. Nee, werde ich nicht tun. Nicht, weil ich dir nicht vertraue, weil ich kann es mir sowieso nicht anhören. Ich habe hier keine Boxen. Dazu müsste ich dann meine Kopfhörer holen. Limits MC, ich bin schon nicht dagegen, dass man die Gesetze durchziehen sollte, falls es die so rüberkam. Nein, das natürlich nicht, aber wir sehen es ja jetzt hier in diesem, im Endeffekt nicht nur Deutschland, in ganz Europa, dass man die europäischen Gesetze mit den Grenzen nicht einhält, dass man viele Gesetze überhaupt nicht einhält. In Deutschland ist es sogar massiv. In Italien ist es wieder andersrum, dank der, die jetzt da drin sind, die halten sich dran und klar, die klauen auch Milliarden. Ne? Brauchen wir gar nicht reden. Aber es wird das italienische Gesetz wieder stärker durchgesetzt. Und ich finde das richtig. Oder guck dir, weil wir Polen schon hatten, guck dir Polen an.
Die halten sich an ihre inländischen Gesetze und sagen ganz klipp und klar, die EU hat nichts zu melden, inländische Politik. Was ich auch völlig richtig finde, dafür ist die EU auch gar nicht gemacht worden. Und jede Nation sollte wirklich mal auf ihre Gesetze gucken und sagen, oh Moment, da läuft ja einiges falsch, das müssen wir ja sofort wieder korrigieren. Es ist einfach Fakt. Und wenn dadurch eben halt es gewisse Menschen trifft, dann ist es eben so. Es tut mir leid. Das ist die Grundlage einer jeden Gesellschaft, die Gesetze. Sanremo, wo ist denn das Problem? Ripple kann auch weiter Stablecoins auf den Markt bringen. Euro, Yen. Ja, natürlich. Aber die müssen das natürlich auch mal wieder denken. Ne? Und dann müssen natürlich auch das Geld dafür haben. Und ich weiß nicht, wie finanziell stark Ripple natürlich ist. Wascha, weil die Türkei alle Gauner sind. Deswegen wird es nie was, soll ja muslimische Staaten sein. Bullshit einfach. Ich kann es nicht so sagen, aber ich sag mal so, ich weiß ja nicht, wie lange Erdogan da ja schon an der Macht ist. Das ist ja auch schon seit 10, 12 Jahren ist er da. Aber wenn ich sehe, dass er nach 10, 12 Jahren immer noch nicht den Dreh kriegt mit meinem Land, es tut mir leid, dann wähle ich den nicht mehr. Nicht, weil viele sagen, er ist ein Diktator. Ich gucke ja wirtschaftlich immer, ne? Weil wenn es der Wirtschaft gut geht, geht es normalerweise dem Bürger ja auch gut. Und wenn einer da 10, 12 Jahre schon an der Macht ist und den Dreh einfach nicht kriegt, weil er einfach nur Scheißpersonal hinter sich hat, ne, ist es ja nicht nur er dann schuld dann, muss ich ganz klipp und klar sagen, pass auf, wir versuchen es mal mit jemand anderen, weil du kriegst es ja nicht hin mit deinen Leuten. Und das ist das, was ich nicht verstehe, wie, ja gut, man sagt ja Diktatorenstaat, man sagt ja auch, das ist alles manipuliert, aber gut. Uka, mal doofe Frage. Kann der Ripple USDX nicht auch durch die Liquidität im AMM gedeckt werden? Nein, du musst Fiat-Geld da hinterlegen. Ne? Wenn er wirklich in USD gemacht wird, muss natürlich der US-Dollar auch hinterlegt sein. Das heißt, du müsstest im Market Maker auch einen Pool haben mit US-Dollar drin. Dann könntest du es natürlich auch machen. Kryptogärtner, laut Garlinghaus wird ein Black Swan kommen. Ich gehe davon aus, dass es ein Krypto-Cyber-Angriff wird, wie es schon Klausi vorausgesagt hat. Damit könnten die Banken dann den Great Reset zu Web3 durchführen. Blockchain ist dann die Lösung. Das Problem ist diesen Black Swan, was Garlinghaus gesagt hat. Den hat er schon 2020 vorher gesagt. Und ist bisher noch nicht eingetroffen. Es spielt auch im Endeffekt keine Rolle, ob er kommt oder nicht. Weil keiner kann es vorhersagen, wann er kommt. Wenn er kommt, wie gesagt, wir haben alle schon davon gehört und sagen wir, ja gut, jetzt geht alles runter, wir kennen es ja schon, wir wissen es. Wenn er nicht kommt, ja, dann ist es auch so. Was willst du da ändern, ne? Du kannst es nicht ändern. Ich kann es nicht ändern, niemand kann es ändern. Die Großen wissen schon, was sie machen, wie sie uns verarschen können. Wir müssen dann einfach nur geduldig bleiben und Augen zu und durch. Es ist einfach Fakt. Es ist das Einfachste, was es gibt, aber kaum einer hält es durch dann. Startrampe, ich wäre auch gerne Switzer. Wenn wir übernommen werden, hab sogar noch ein paar Franken in der Tasche. Das siehste. Ja, aber es haben schon Analysten rausgebracht und Leute, die sich mit militärischen Dingen aussetzen. Deutschland könnte sich ja einen Tag wehren. Wegen Munitionsmangel. So, und dann kommen die Schweizer von unten und die Liechtensteiner von links. Und dann? Ja, hast du die Arschkarte. Mr. Crypto, nein, MC ist ein Bericht. Ach so, weil du gesagt hast mit Video. Ripple CEO, Ripple Brad Garlinghouse, CEO von Ripple, echter CEO, das ist ja geil. Antwortet auf SEC-Einspruch, Krypto-Prognose, Next Black Swan. Brett Garling aus CEO von Ripple beantwortet wichtige Frage zu Themen wie dem Beitritt und der Skalierung von Ripple, dem Kampf gegen die langjährige Klage gegen die US-Börsenaufsicht, SEC, sowie Prognosen für den Kryptomarkt und die Zukunft der Blockchain-Technologie. Garlinghaus sprach auch über die Wirkung von XRP im Universum, über die Lehren, die man im Laufe der vielen Jahre, im Silicon Valley gezogen hat und über Garling und über Geheimnisse für Erfolge und dauerhaftes Glück.
Einblick Brad Garlinghouse View von Ripple und die SEC-Klage. Brad Garlinghouse, Ripple Labs, erklärte in seinem Interview mit Chris Vasquez, Moderator von World Class Podcast, dass das Unternehmen Risiken eingegangen sei, um gegen die Wertpapieraufsichtsbehörde SEC, ja gut, das kennen wir ja schon. Torres als Reaktion. Prognose für den Kryptomarkt. Der CEO von Ripple bekräftigt, dass der Kryptomarkt bis Ende diesen Jahres eine Marktkapitalisierung von 5 Billionen US-Dollar erreichen kann. Das stimmt, da gebe ich Ihnen absolut recht. Er riet den Leuten, ein langfristiges Investment zu denken. Trading ist das, was er nicht empfiehlt, direkt in den Kryptohandel einzusteigen. Komisch, das sage ich euch auch immer die ganze Zeit, ne? Ihr müsst es als Langzeitinvestment sehen. Nicht Tage, nicht Wochen, nicht Monate, sondern über Jahre. Ist auch richtig. Es gibt gute Tage, es gibt schlechte Tage, das sehen wir ja jetzt auch wieder. Und von daher, er deutet indirekt auf einen XRP-Preisanstieg hin, da die Auswirkungen der SEC-Klage in diesem Jahr nachlassen. Der XRP-Preis ist aufgrund der Klage immer noch unterbewertet. Der Preis derzeit in der Nähe von 50 Cent US-Dollar liegt. Ja, und? Ja, und? Schöner Stablecoin. Er glaubt, dass es in der Kryptoindustrie schwarze Schwäne geben wird, also Black Swan. Er sagte, glaube ich, zu 100%, dass es einen weiteren Black Swan geben wird. Ich weiß nur nicht genau, was es ist. Er prognostizierte, dass die SEC den USDT-Emittenten Tether angreifen wird. Da er davon ausgeht, dass dies der einzige sein wird, der interessant zu beobachten sein wird. Darüber hinaus glaubt er nicht, dass Quantencomputing ein Risiko für den gesamten Kryptomarkt darstellt. Nö, nur für Bitcoin. Ich sag nur, ich glaube, in einer halben Stunde könnte ein Quantencomputer von Microsoft alle Bitcoins finden. Das haben wir schon, das haben wir schon. Darüber hinaus hat die SEC Ripple Plan, Stablecoin auszugeben, angegriffen, um eine einstweilige Verfügung zu erwirken und damit den Verkauf von XRP Ledger ODL zu sabotieren. Ripple kann die Meinung und das Urteil des Gerichts in der Binance-Klage nutzen, um den Behauptungen der SEC entgegenzuwirken, dass es sich bei dem neuen Stablecoin um ein nicht registriertes Kryptoasset handele. Okay. Ja, gut, mit Tether können sie tatsächlich den Black Swan einführen, ne? Gar keine Frage. Kryptogärtner, hab das YouTube-Video von Brad Garlinghouse heute in der Telegram-Gruppe gepostet. Geht eine Stunde, hab es mir mal heute zweimal reingezogen. Oh, okay. Single BMC. In vielen Ländern braucht man zum Beispiel den US-Dollar, zum Beispiel in Argentinien oder auch der Türkei, weil die eigene Währung nichts wert ist, wegen Kaufkraft. Ja, natürlich. Deswegen fliehen ja auch viele Türken, jetzt nicht aus dem Land, sondern in die Kryptowelt und kaufen Bitcoin. Argentinien sieht es nicht anders aus. Startrampe. Es ist jedenfalls gewaltig, was im Buch im Busch bei den ganzen Nachrichten und Erwähnungen in den letzten Wochen, wir erleben einen spannenden Sommer. Ja, hundertprozentig. Oga, die EU wurde mal angepriesen mit den Vorteilen eines gemeinsamen Binnenmarktes aus wirtschaftlicher Sicht oder dem Wegfall der Grenzkontrolle. Und nun will Uschi, Bombenuschi und das WEF uns das Leben vordiktieren. Richtig. Aber das ist nicht nur Bombenuschi, das hat schon früher angefangen, ne? Weil ganz ehrlich, wie ist die Banane krumm? Wie viel darf ein Toaster an Strom verbrauchen? Aber ganz ehrlich, das sind inländische Sachen, das geht der Bevölkerung was an. Das hat die EU nicht zu interessieren. Aber wie gesagt, ihr könnt mithelfen, dass die EU vielleicht wieder das wird, was sie wird. Es sind Europawahlen. Da sollte auch jeder hingehen, ne? Sage ich ganz ehrlich, ich gehe auch persönlich hin. Auf den Sonntag werde ich meinen Hintern hinbewegen und mein Kreuz hinsetzen. Olli, XRP steigt um 0,1%. Start jetzt die Anwendung? Ich glaube ich nicht. Ich habe meinen Bruder noch nicht angerufen, dass er den Schalter umlegen soll, ne? Aber hundertprozentig. Wenn für dich schon da die Anwendung steigt, ich wünsche dir viel Glück. Levitz, naja MC, wirtschaftliche Lage ist ja schlecht. Es soll anscheinend die Inflation runtergehen, aber militärisch sind die echt stärker geworden.
Ein amerikanischer Politiker, YouTuber, hat es mal gesagt, dass sie das stärkste Land im Nahen Osten sind. Meinst du jetzt die Türkei? Ja. Militärisch ist die Türkei wirklich stark. Nicht umsonst. Außer die USA ist in der NATO, wo die Türkei ja mit drin ist, wenn ich mich jetzt nicht irre. Nee, die sind da mit drin. Die stärkste Nation. Wascha, 2026, XRP 10. 1000. Zehntausend nicht. Ich tippe wirklich so zwischen 1000 und 5000 Dollar. Könnte ich mir gut vorstellen. Die Zehntausender-Marke wird er 2030 überschreiten. Hubal, danke MC. Der alte Mann geht ins Bett. Aber nochmal danke. Nicht dafür. Durch deine immer wieder positive Aufmunterung. Ich halte durch. Den Rest morgen. Da nicht für. Da nicht für. Immer wieder gerne. Ne? Also man muss sich wirklich bei mir nicht bedanken. Es ist mir sogar immer etwas unangenehm, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich kenne es auch, um ehrlich zu sagen, nicht, dass man sich bei mir bedankt. Wofür? Ich mache ja nichts. Startgrampe, Krypto-Profi Schweiz hat heute im Video auch was von Zwift gehabt. Wurde umgestellt oder so ähnlich. Hab aber nur nebenbei mitgehört. Muss mir das nachher nochmal anhören. Okay. Russia, geh nicht an mich. Sanremo, ich will sofort einen Quantencomputer. Computer. Ja, der braucht wirklich nur eine halbe Stunde, um die restlichen Bitcoins zu finden. Mehr ist es nicht. Und dann wird Bitcoin, dann wird es natürlich interessant, was wir leider alle nicht miterleben werden, aber dann würde Bitcoin in meinen Augen wertlos sein, weil warum soll man da noch Geld reinstecken? Startrampe, über Quantencomputer muss ich auch noch mal Infos einsaugen. Tust du im Endeffekt ja schon über den XRP Ledger, oder? Ich gehe davon aus, dass der über den Microsoft Quantencomputer läuft. Danny, 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 Danny. UK, 9. Juni, wird dem Plastikschraubenverschluss mir Verbindung zur Pulle der Stecker gezogen. Versprochen. Witz, wer ist der Guru? YouTuber. Hä? Keine Ahnung. Ach, wir sind schon am Ende, meine Lieben. Na, das ist doch was Feines. Startrampe, lebt der Guru noch? Mr. Crypto, er sagte nichts mehr. Wo ist das denn? Kann ich darauf klicken? Wascha, Wascha, Wascha. Ach so, von Russias Guru da aus der Türkei, den ich besuchen werde, wenn Terra Luna Classic 30 Cent erreicht. Was ist XRP? Der größte Shitcoin, den es gibt auf der Welt alleine. Nur in Verbindung mit dem XRP Ledger. Das ist ein goldenes Ticket. Keho, guten Abend, MC und die XRP-Bande. Grüß dich. Single Bear, konnte Luna Classic eben preiswert kaufen. Na, süß du. Da bist du immer noch geil drauf, ne? Obwohl du immer wieder sagst, das ist der größte Shitcoin für dich. LQ17, MC, einfach mal ein Gedankengang. Mir. Klar, immer her damit. Ripple schmeißt ja monatlich XRPs auf den Markt, glaube bis 2027. Somit geben sie auch langsam Kontrolle über den Coin ab. Korrekt? Ist mit den Banken vermutlich auch so vertraglich festgelegt. Ja, gehe ich auch davon aus. Ich würde aber sagen, das wird schneller gehen als 2025, aber lassen wir es mal so. LQ17, ich denke, dass wenn der Vertrag ausläuft, erst dann die volle Verwendung mit im Bankbereich fertig ist und wir dann wirklich hohe Summen sehen, heißt nicht, dass sie davor nicht starten. Nur denke ich, dass es sich bis zum Vertragsende hinaus bezieht und der Kurs stetig nach Anwendungsbedarf angepasst wird. Bingo. Aber das heißt für mich ab 2027, wenn natürlich die letzten raus sind, wird der Kurs ja astronomisch hoch werden. Na, im Gegensatz zu jetzt. Das heißt jetzt nicht, oh, 10 Dollar. Das heißt, der geht dann Richtung 10.000 Dollar. Und wie du schon sagst, Anwendungsbedarf angepasst. Das heißt aber nicht von wegen, ja, heute brauchen wir 100 Dollar, morgen brauchen wir nur 20 Dollar, dass er dann runtergesetzt wird. Das heißt für mich, er wird stetig nach oben gesetzt. Genau so sieht es aus.
Die Frage ist natürlich nur, wie schnell werden sie es machen? Das kann leider noch keiner beantworten, weil das kann auch im Endeffekt Ripple nicht beantworten, weil sie selber erstmal gucken müssen, wie oder wie intensiv der XRP-Ledger verwendet wird bei den Banken. Sanremo, in einer Stunde alle Bitcoin minen, dann würde die Suizidrate in die Höhe schießen. Zum Beispiel Blocking. Ja, alleine deswegen, da würde ich ja mein ganzes Vermögen in so einen Quantencomputer reinballern. Nicht, weil ich dann alle Bitcoins habe, weil ich würde dann gerne von Blocky sein Gesicht sehen. Ne? Wenn ich einfach auf den Knopf drücke und so eine Zeit läuft ab und dann ping, leuchtet mein Wallet auf und ich habe alle Bitcoins, die noch gefunden werden können. Keo, ich glaube auch, dass XRP zwischen 1.000 und 5.000 Dollar kosten wird. Das wäre nur für grenzüberschreitende Zahlungen, was er für einen Kurs kriegt. Ne? Wir reden ja wirklich von allen Vermögenswerten der Welt. Er könnte vielleicht auch 1 Million irgendwann erreichen. Wer weiß das schon? Da müsste man einfach mal gucken. Wann ist klar, bist du am Schluss. Ich schreibe ja nichts. Sanremo, Blocky meinte ich. Ja, ich weiß, dass du meinen Lieblings-Bitcoiner meinst, ne, Blocky. Wascha MC, machen wir Türkei-Reise danach Spanien, wenn Luna 30 geht? Klar, wenn Luna 30 Cent erreicht, muss ich diesen Mann kennenlernen. Ganz klipp und klar. Und dich brauche ich dabei natürlich auch. Transcendentic, na dann machen wir doch Feierabend. Mr. Crypto, Single, wird noch Luna Classic Billionär? Das habe ich auch so im Gefühl. Ne? Er flucht zwar über Luna Classic, aber ich höre immer wieder, oh, ich habe ein bisschen Luna gekauft, ne? Finde ich gut. Single Bay MC, ein Zockercoin will Luna Classic, muss man eben haben. Ist nur der Kick. Ah, okay. Ja, warum nicht? Wascha, wieso haltet Single Bay mehr Luna Classic als ich? Dauernd auslachen und im Hintergrund sammeln, so einer ist der. Ja, warum nicht? Ist auch schön. Single Bay, mir reicht es völlig aus, wenn ich nachher als passives Einkommen 3.000, 4.000 Franken monatlich habe. Du, nicht nur dir. Mir auch. Startrampe, Quantencomputer ist bestimmt Alien-Technologie. Wer weiß, wer weiß. So, meine Lieben, damit beenden wir die Session heute mal. Ich freue mich natürlich, Montag um 20.20 Uhr auf Twitch hier wieder mit euch dabei zu sein. Wer natürlich Lust hat, der kann gerne herkommen. Ich bedanke mich bei 70 Zuschauern. Ich muss mich jetzt noch um WhatsApp kümmern, dass ich das wieder in den Griff kriege. Morgen kommt vielleicht noch ein Infovideo, aber ich weiß nicht. Ne? Wenn morgen wieder so viel geile News kommen wie jetzt, die ich richtig rausprügeln musste, wird es wahrscheinlich nichts. Aber schauen wir mal, vielleicht ist morgen wieder ein geiler Tag. Ne? Aber es war ja auch gestern eine Mega-News mit SPI, ne? Von daher. Kryptogärtner, ich bin schon Millionär, gehört mir nur noch nicht bis Montag. Und damit sage ich... Auf Wiedersehen.